Arr, Season 5 ist da und wir stechen direkt in See. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und mit Hannibal gibt es wieder Sea of Thieves. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt uns in Season 5 gewagt, wie schon gesagt, und es gibt jede Menge Neues. Unter anderem dieses Missionsbrett, hast du das schon gesehen eigentlich? Oder bist du dran vorbeigelaufen? Ich bin dran vorbeigelaufen. Ich habe davon gehört. Genau, das Missionsbrett ist quasi gegenüber von der Dame, wo wir, hier heißt es Sue, wo wir das Schiff farblich ändern können. So, wir kriegen mal hier Missionsbrett. Nimm eine Karte und suche nach vergrabenen Schätze. 0 von 5. Okay. Und das ist hier meine Karte. Also du kriegst auf jeden Fall, genau, du kriegst auch Bonus, wenn du eine da anhängst und jemand findet es. Genau, aber hier sind doch Karten, oder nicht? Bin ich gerade doof? Ach so, hier sind schon Karten abgegeben worden und wir können uns welche nehmen. Cannon Cove. Das ist Lava. Okay, bevor wir uns eine nehmen, wo sind wir hier? Bevor es am Arsch der Welt ist. Warte, ich gehe mal laufen, ich gehe mal gucken und dann. Achso, okay. Oh, ich bin schon reingehüpft. So, ja. Moment, wo sind wir denn? Wir sind Thieves Haven, Plunder Valley, Wanderers Refuge. Wir sind da unten. Rucksack. Also, wir haben hier. Ja. Buccaneer Brittles. Buccaneer. Ist das überhaupt eine Insel? Brittles. Hallo Bloody Cat, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Hannibal, dir? Mir geht's super. Perfekt. Bin gespannt, was hier gleich noch alles... Irgendwas mit Riddles, hast du gesagt, ne? Ja, ist eine fette Insel. Riddles. Buccaneer. Mit Doppel-C, Doppel-E. Also wenn so ein Vulkan dabei ist, dann lass das außen vor, ne? Weil das ist dann rechts in der Flammenwelt. Okay, Chris Mamings. Oder Grim Jim Spains. Hab ich noch nie gehört, die Namen. Okay, dann war der... All Souls Atoll. Ah, ja, das sagt mir was, aber ich weiß nicht. Ist ein kaputtes Schiff in der Mitte. Oder Thieves Haven. Die nehmen wir. Okay, Thieves Haven nehmen wir. Ja, okay, gut. Warte. Okay, warte. Bist du sicher? Ja. Schließen. Da haben sie einen verbuddelt. So. Einen ganzen Schatz. Okay, wir machen unsere Schätze. Warte, pass auf. Was? Ja, sollen wir direkt noch eins mitnehmen? Also wir haben All Souls Atoll oder Crook's Hollow. Lass mich nochmal gucken. Achso. Da wären sogar zwei, ne, auf derselben. Das Cannon Cove, ich weiß zumindest, wo Crook's Hollow war doch, glaube ich, auch oder in der Nähe. Oder das Arch. Ach, das All Souls Atoll ist ganz am Arsch. Guck mal, das sind zwei Insel, zweimal. Auf der gleichen, die, ich weiß. Marauders Arch. Ich weiß, okay. Wir nehmen mal Crook's Hollow auf jeden Fall damit. Das ist, glaube ich, noch recht in der Nähe. Crook's Hollow. Ja. Habe ich. Okay, und dann nehmen wir halt die anderen zwei nochmal. Komm, das ist dieselbe Insel. Die Marauders Arsch. Ja, und wir nehmen auf jeden Fall beim Goldsammler, holen wir uns die, die Flagge. So, wir haben 4 von 5 Karten. Ja, wir nehmen uns auch eine fünfte gleich. Stimm mal, sollen wir jetzt schon nehmen? Stimm mal ab, bitte, dass wir die Flagge kriegen hinten. Bei dem Goldsammler am Zelt, nebendran. Goldsammler, ja. Dann kriegen wir den Bonus dafür. Hast du schon mal Sea of Thieves gesehen, Bloody Cat? Hast du das schon mal zugesehen eigentlich? So, ich gucke jetzt mal, ob Cutlass K. Oceans Atoll... Jetzt sind wieder neue angezeigt worden, oder? Ja, es kommt direkt neue. Ah, interessant. Okay, also wir haben Cannon Cove. Okay, hast du Session. Ich guck mal, was näher ist. Cannon Cove. Eine noch. Crook Mask. Das war's, vielleicht guck ich. Was hast du denn da für einen Namen? Uff, ja, also du kannst ja gucken, was wir gerade auch schon genommen haben, ne? Heaven. Also, ja, wenn du jetzt sagst, der Crook Mask ist, glaube ich, relativ in der Mitte. In der Mitte rechts oben. Glaube ich. Mal kurz gucken, wo die Mitte ist, warte. Awesome. Cannon Cove ist Mitte links. Sag nochmal den Namen.
Wir haben Cannon Cove, Mitte links oder Mitte rechts, The Crooked Masts. The Crooked Masts. Also Cannon Coves ist hier einfach nördlich ein bisschen fahren. Das könnten wir eigentlich nehmen. Na gut, dann nehmen wir noch Cannon Cove mit. Cannon Cove habe ich markiert. Okay, jetzt dürfen wir erstmal keine. Wir dürfen nur so viel pro Tag, ne? Ja, fünf Stück. Ja, fünf. Okay, so, jetzt suche ich unser Schiff mal hier. Passend goldsammlermäßig einkleiden. Irgendwas. Der goldene Löwe ist doch gut. Handelsbotenrumpf. Ich habe den Goldsammlerrumpf noch nicht. Und der Handelsboten sieht auch ein bisschen golden aus. Komm. So. Oh, habe ich mittlerweile Segel. Genau. Wir müssten eigentlich, oder ich müsste eigentlich das bekommen haben. Ja, habe ich. Das Set von Halo. Von Halo. Spartan Set. Wir haben ja gespielt zu dem Zeitpunkt. Okay. Ich weiß nicht, wie das Segel mir besser gefällt. So, da brauchen wir noch einen. Ja. Ach du Scheiße. Ist das Handelsbotensteuerrad so geil? Hä? Was ist denn das? Handelsbotschaftersteuerrad. Wie habe ich denn das bekommen? Wahrscheinlich, weil wir schon so viele Punkte gemacht haben, kann das sein? Das kann gut sein, ja. Siehst du das im Stream? Das ist ja der Shit. Der sieht mega aus. Also ich finde das normale ja schon geil. Steuerrad hat das vom Handelsbund. Das hat mir schon gut Nimm gefallen. das doch mal. Aber das hier ist ja klar, nehmen wir das. Okay, das ist echt ein Überflieger hier. So, das heißt, wir machen bald wieder Handel. Oh, das ist aber schwer. Wie schwer? Nicht zu lenken. zu sehen, wo die Mitte ist. Ich gucke mir das gleich an. Ja, der hat nämlich 4 Punkte, die sehen fast gleich aus. Aber nicht wechseln wir. Wenn es einfach nur, wenn es optisch zwar gut ist, aber sonst kacke, dann macht es ja auch keinen Spaß. Und da schwingt er ins Wasser. Hast du gut gemacht. Wieso? Er hat nur die goldene Krone da Ja, oben. reicht Das, doch. daran kannst du das erkennen. Aber Och, also sonst. ich würde es lassen, wenn's okay für dich Okay. ist. Ja, gut. Ja, du bist eh meistens am Weil, Lenken. Also wenn das. Am Steuern. Entschuldigung. also Ne, wenn das für ich dich höre auch, passt im wenn's Moment. einrastet. Also, ne? Ja. Das ist, also ich fahre eh meistens nach Gehör. Sicher, dass du das noch hörst? Ja, klar. So alt bin ich noch nicht. So, wir haben alles, oder? Wir können los. Ja. Nur wohin? Warte. Sea's Haven, ne? Weil ich gesagt, ne? Südosten hast du was markiert. Ist direkt neben uns. Genau, hast du die anderen auch schon markiert? Nur eins. Das, was du eben vorgesagt Okay, wir haben hattest, doch das noch habe ich dieses markiert. eine eingesammelt mit diesen drei da oben, oder? Ne, doch. Haben wir nicht Marauders Ups. Ark? Warte, ich Arch? guck gerade. Ich guck gerade mal nach. Also, wir haben. Was ist das? Ach, scheiße. Ding steht gar nicht. Na, ich Der glaube Name es. steht nicht mehr. Guck mir es an, aber ich glaube, es ist Marauders A gewesen hier oben. Kann den Namen nicht mehr sehen. Safe haven. Jo, Crooks Hollow. Ja, das ist es. Okay, komm mal bis. Hast du markiert? So denn. Oh. Der Anker ist nach unten. Ah. Wieso geht's hier nicht los? Ne, südlich haben wir gesagt, ne? Südosten. Oh, super, Fitz Fuchs ist deiner Crew beigetreten. Sehr gut. Ach nee, ich glaube, ich krieg's wieder nicht angezeigt. Fällt mir gerade ein. Fitz Fuchs hat eine Karte vom Missionsbrett genommen. Okay. Wir sehen, übernimm du das Steuer. Mission erhalten. Übernimm du das Ja. Steuer, ich bin gleich wieder da. Ja.
Ja, willkommen bei Sea of Thieves. Auch das haben sie bis heute nicht geschafft zu reparieren. Kann ich dir nicht mehr beitreten? Warum nicht? Ah, falsche. Hallo? Oh Gott. Moment, Xbox App. Da, Freunde. Freunde. Hannibal. Kann der aktuell nicht beitreten, nein. Hat's nicht? Mhm. Kann dich zur Party einladen, das war's. Kann dich nicht zum Spielen laden, ich kann dir nicht nachschauen. Vielleicht, weil ich noch drin bin. Nee, ich habe eben offiziell gesagt, wie geil ist denn das? Möchtest du der vorigen Sitzung wieder beitreten? Er wird ja immer besser hier. Haben sie sich bei Hand abgeguckt, hä? Und die haben schon ewig gebraucht für so ein Feature. So. NPC-Schiff habe ich gefunden. Ja, du meinst einen Frack oder meinst du eins mit Skelett? Können wir das wegbomben? Skelettschiff. Ist eine Schaluppe. Dann nur auf. Guck mal nach Mond. Ich bin wieder da, aber ich habe trotzdem Moon dafür. Wo ist es denn? Ja, wir haben 70. Obwohl, können wir. Ja, rechts von uns. Steuerbord. Dann los. Ah, jetzt krieg ich Angst. Nee. Siehst du? Ja, ich seh's. Ich lade schon mal die goldenen Kanonen. Soll ich auf Halbmast machen? Noch nicht, wir müssen erstmal hin. Ja, gleich. Haben wir. Ich will auch mitballern. Wir brauchen unbedingt so ein alter Ausschau nach Beibooten mit einer Kanone. Beiboot. Ja. Ich muss jetzt eher einlenken. Okay, du machst das mit dem Segel gleich, ja? Naja. Ja, komm. Put. Oh, Moment. Ja, schön. Nein. Ach, der Arsch. Mann. Schneid mal das Skelett weg. Sehr schön. Keine Boot. Gleich daneben hauen. Ja, ich muss einmal einlenken. Ich habe mal Loch gestopft unten. Ne? Ah, ein Loch müssten wir, ja, glaube ich, noch haben. Ein Loch ist noch. Gehen die schon unter? Die gehen schon unter. Oder? Hier ist kein Loch. Doch, die gehen schon unter. Hinten ist vielleicht eins. Wir sind zweimal getroffen worden. Nein. Weißt du, wo die sind? Ja, also ich habe sie gerade runtergehen sehen. Irgendwas sehe sie noch. Wenn wir langsam in die Richtung fahren, müssten wir hinkommen. Also da ist kein Loch. Ja, krass, wir sind aber definitiv zweimal getroffen worden. Ja, das kann sein. Den ging ich fest davon aus. Ja, nö. Ah, zweimal auf die gleiche Stelle. Das Loch ist größer. Das könnte auch sein. Das Loch ist größer. Das ist größer. Ja, ja, die Löcher sind erst kleiner und werden dann größer. Achso, okay. So, hier müsste jetzt langsam was sein.
Ah, links von uns. Da ist nur der Stab. Ah, hinten. Hinter uns. Ah, wir können hier hochklettern, komm. Sollen wir kurz rein. Wir sind genau durchgefallen, oder was? Ja. Wir drehen uns, ich weiß. Ja, aber wo sind die Sachen? Seitwärts von uns. Wo? Rechts. Ach, da. Hä, gehen die unter? Nö. Also schon, aber nicht so schnell. Die sind hier unten. Guck mal, hier unten ist doch schon was. Hm? Ah, das waren Gold. Okay. Ich kann die beschissen hocken. So, sehr verteilt heute. Hier ist ein Schädel. Ups. Wo sind wir denn? Da. Ja, ich fahre noch ein bisschen näher. Hier ist noch ein Schädel. Oh, das Segel leuchtet in der Nacht. Boah, hallo. Ist in jedem Moment da sein. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Hab's. Oh, Lagerkiste, geil. Ich glaube, das war's, oder? Da war doch eben noch was. Warte. Vielleicht sind wir drüber gefahren. Nee. Ja, auch nichts mehr. Ah, nicht so viel, nee, das oder? War's. War echt nicht viel, ne? Ging aber für auch schnell. Ging auf die Lagerkiste. Ging auch viel unter, ja. Also schnell unter, so. Ja, 20 Bretter, 30 Schuss, bisschen esse. Das ist okay. Aber so viel Schuss haben wir nicht verballert. Ja. Nö. Ja, wir auch hier tragen wir alles runter, nichts hier oben lagern, weil da alles leuchtet auf Entfernung. Ja. Ja. Kannst unten irgendwo hin dran machen. Aber ja. Ups. So, also, wir haben eine Karte hier. Hm. Da vorne haben sie verbuddelt, okay. Okay. Einen Moment bitte. Hier leuchtet so viel. Shit, hat nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt. Ist das überall unter Wasser oder beides? Das ist beides. What the fuck?
auch noch was. So, da bin ich. Kannst du was hooken? Oh ja, wo bist du denn? Da. Jo. Gesnackt. Da drin leuchtet noch was. Muss ich gerade hinzu. Da waren nur die zwei Truhen, oder? Ja, genau. Okay. Aber die haben zufällig geleuchtet, also. Ja, dann. Wir nehmen alles mit, was leuchtet und blinkt. Da leuchtet auch noch was. Und blauer Rubin. Na dann. Da ist noch ein Boot neben uns, glaube ich. Hier ist auch noch eine Kiste. Eine Lagerkiste. Ja, da ist ein NPC. Kunterbunt. Kannst du mich hocken? Oder was so? Dich? Ja. Muss ja dafür stehen bleiben. Jo, danke. So, wo sagst du, es ist ein NPC? Hä? Da, wo der rote Tornado ist. Achso, ja, ja. Jäger. Wie, wenn Termine kurzfristig abgesagt werden? Das heißt, du hast jetzt doch Zeit, oder? Oh, wie? Ja. So. Ja, ich meine, viel haben wir noch nicht gemacht, ne? So ist nicht. Nö, ja, dann komm. So wir geben das ab und dann starten wir. So ist es nicht. Wir buddeln hier gerade in einen Schatz aus, wenn wir hier schon sind. Moment, der ist doch hier unten. Genau hier vorne. Ah, die eine Karte machen wir. Komm, ja, die machen wir. Die sind wir eh gerade hier. Ich glaube hier, warte. Du wirst vom Huhn angegriffen. Nein. Ich glaube hier ist der Schatz, oder? Da. Jetzt hilf mir lieber buddeln. So. Bin ja nicht doof, es ist hier. Welche? Hast du? Nee. 1000. Wir haben aber 1000 Kohle gekriegt, warum auch immer. So. Welche ist denn das? Das ist die falsche Taste. Die Karte ganz oben. In der Mitte. Ganz oben? Die erste, ja. So, da. Hier sind die Felsen, genau. Nee, wir sind auf der falschen Seite. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite, könnte ich... Ja, wir müssen mal ein Stück rumsegeln. Warte. Da ist das Schiffswrack. Wo ist das Schiffswrack? Da kommt ein Schiff, oder? Ist das ein Spieler oder ist das ein... Ne, ist nochmal ein NPC. Das ist der gleiche, ich glaube, der dreht nur seine Runden da. Den haben wir doch gerade versenkt. Ja, ist halt ein neuer da. Das ist der gleiche, wie der gleiche, haben wir gerade versenkt. Ne, neuer. Solange es nicht manuell ist. Segel? Ist doch schon. Oder lassen wir halt. Wir müssen, glaube ich, nur da so ein bisschen rum. Okay, mach mal ganz jetzt. Was ganz? Segel? Ja. Da blinkt noch was, gucken, komm, ob du das hocken kannst vielleicht. Ja, ich sehe es schon. Hm? Ich glaube, wir sind festgefahren. Wir sind genau. Moment. Lenk uns mal um. Ich drehe auch noch. Besser so. Ja. So, hook es. Der ist verbuddelt. Na komm, lass los jetzt. Nee. Verbuddelt. Dann geh du den holen. Hol den drüben. Ja, schon dabei.
Sag ich doch, verbuddelt. So, da. Dass du mich nicht siehst. Was ist das? Ah, ein Felsen. Genau hier vorne. Aha. Komm mit. Du hast den Schatz von Rob Doc Pearson gefunden. Yay. Da kannst du wirklich alles verbuddeln, ne? Der hat hier Tee verbuddelt. Moment. Cool, ich kann sie direkt wieder begraben. Als Karte kennzeichnen oder was? Da kommst du hergeschwommen. Ja, du kommst glaube ich eh nicht ran. Ja. Mein Gott. Mal rum. Zack. Okay, nächster Außenposten. Nächster Außenposten ist da oben, wo wir gestartet sind. Plunder. Ja, also auch wieder nach Nordwesten. Komm, Segel ist ausgerichtet. Los. Lass mal komplett rumdrehen. Wie gesagt, wir drehen komplett rum, also. Ja, ich hab's gesehen. Oh Mist. So. Fehlt es dir etwa an? Es gibt neue Lieder, Musik? Ne? Drei. Ich merk's gerade, was ist das denn? Es gibt drei neue, ja. Ah! Jetzt fällt's mir auf. Was gibt's denn noch? Warte. Schön. Seemannslieder. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Das da, oder? Ah, das war das, ne? Ja, das war das. Ja. Ich hab eine Flaschenpost. Juhu! Okay, Seemannslieder. Ist das neu? Nee. Es ist immer so schwer, da hinzukommen. Seemannslieder. Ja, das ist eine gute Idee, Jäger. Er belädt schon mal. Dann können wir ihm nachschauen. Ah, genau, ja. Wenn du dir eine Lagerkiste kaufst... Den kannst du echt gebrauchen, den. Wenn du dir eine Lagerkiste kaufst, Hero Jäger... ich weiß, die kostet 17.000 oder so. Aber wenn du eine Lagerkiste kaufst, kannst du ab diesem Patch zu jedem Fass drin hin, ohne reinzugucken, mit einer Taste alles einladen. Das macht die Lagerkiste umso lustiger. Mir wird schlecht. Klingt auch gut. Segel? Ja, lass hoch machen. Schon fast ein bisschen Anime-mäßig. So balladenmäßig. Ein bisschen Honig, ganz. Ein bisschen runter brauchen wir noch. Ein bisschen Speed brauchen wir noch. Also. Ja, 17,5k, ich weiß, ne? Ich weiß. Aber dafür kannst du halt zu jeder Kiste hin, also zu jedem Fass, eine Taste und weiter.
Hoch, 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 hoch. Die ist schon längst oben. Anker? Mach mal das Loch zu. Anker? Ja, Anker. So, alles beim Gold abgeben, was wir beim Gold abgeben können. Mhm. Also anschließend der Rubine. Was macht die Ratte hier auf am Deck? Also Fass an Deck. Die Ratten kommen nach oben, wenn das Wasser voll läuft. Ja. Ja. Das wollte ich sagen. Also ein Indikator dafür ist, dass das Schiff voll läuft, ist, wenn die Ratten nach oben kommen. Weil die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Hm? Ja, ja. Ach, da ist sie. Gerade die Schädelfrau gesucht. Also versteckt. Außergewöhnliche Mineralien, das ist neu. Oh, komm, lass uns schnell nur kurz Feuerwerk schießen. Oh ja, können wir machen gleich. Nur einfach schnell wegfeuern und fertig ist. Ja, kann man. Lass uns erst alles abgeben. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und dann feuern wir aus allen Rohren alles raus, schnell und Feierabend. Okay, wir haben, glaube ich, alles. Eine Lage, eine Kiste noch. Lagerkiste können wir hier abstellen, oder? Die brauchen wir nicht mehr. Ja, lass sie doch stehen für die nächsten. Genau. Aber wo ist sie? Beide. Das sind zwei. Eine steht vor den Kanonen. Bei den Kanonenkugeln. Beide stehen vor den Kanonenkugeln. Ah. Okay. So, den Kaventsmann nimmst du? Oh, kann ich machen. Signalfeuer nehme ich auch eins und das mal mit, okay. Ja, ich nehme rot. So. Sonnenuntergang am Horizont Feuerwerk laden, alles klar. Schieße mal nach oben. Ja. Oh, die. Schimmertes Wellenfeuerwerk. Oh. 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 Das war die dreiköpfige, oder? Ja, ja. Ja, Feuerwerkskörper sind jetzt offiziell verboten dieses Jahr. Was ist? Das heißt, sie dürfen nicht Und? Sie dürfen nicht verkauft werden, aber wer braucht das denn schon? Das ist das rote Leuchtfeuer. Ah, ja. Aha. Was macht es? Es leuchtet rot. Warte, hier habe ich noch mehr. Jetzt können wir hier. Ach, Moment. Haben wir noch ein Loch? So, fertig. Feuer. Oh, es war auch schön. Also, da sind Sterne mit dabei. Ah. Sieh den Sternen. Vorsicht und Feuer. Aber hatte ich hier auch noch Leuchtfeuer? Einfach habe ich mich schon beschossen. Hast du noch was? Wie viel hast du denn? Nur hier. Nee, das ist jetzt nur hier die. Hä? Wo ist sie denn? Hä? Hm. Das war rotes Licht. Okay. Gut. Wechseln wir rüber zu Hero. Wie hast du denn noch? Ja, die hast du drin gelassen. Echt?
Ja, und die? Ja, die auch. Nein. Die war noch in dem Fass. Ach so, im Fass. Ich dachte in der Kanone. Im Fass. Nein. Okay, gut. Wechseln wir rüber. Los, weg hier. Moment. Spiel verlassen. Ja. Wo ist das Hero? On the way. Bin der Einzige hier, der zu gebrauchen ist. Schöne Worte, Hero. Echt. Wir nehmen jetzt das beladene Schiff und sperren ihn ein. Ich kann zwar nicht hören, aber er lacht auch. Ja, das wissen wir. Natürlich lacht er. So, hallo. Hallo. Er lacht ja noch. Du hast wahrscheinlich schon alles geplündert, ne? Ja, es ist alles leer. Sehr gut. Okay. So. Ich hab noch das Schiff. Du hast auf jeden Fall zu viel Geld, da sind wir uns, glaube ich, einig. So. Das habe ich nämlich auch gesehen und gesagt, das kaufe ich nicht, weil es sieht sehr geil aus, aber ich werde es nicht kaufen, weil es ist einfach schweineteuer. Es sind doch nur 20 Euro. Außerdem muss ich gar nichts zahlen. Ich habe keine Miete, ich habe nichts dergleichen. Ich kenne das. Als ich in der Ausbildung war, habe noch daheim gewohnt, dann da sitzt das Geld gerne mal locker für so Quatsch. Ich verstehe das schon. Ich hab mir da in 2 Jahren ein Auto abbezahlt. Das ist auch nicht verkehrt. So, was wollen wir jetzt machen? Ja, jetzt können wir auch Skelette wieder. Jetzt können wir auch wieder Geisterschiffe jagen. Vorne, ja, ne? Ich glaube, mit dem Outfit müssen wir Geisterschiffe jagen. Da geht nichts dran vorbei. Krass. So, ich gehe zur Dame, zur Schädeldame und stimme ab. Noch einer muss mitkommen, glaube ich. Sollen wir noch hier so ein Ding mitnehmen? Achso, ja, ich kann kommen. Sollen wir noch so ein Dings? Wir können gucken, wo unsere Mission ist und können dann. Eine Karte? Und wir können gucken, wo wir hin müssen und dann vielleicht auf der gleichen Insel oder nebendran oder sowas, weißt du? Das meinte ich ja. Mal gucken. Ah, hier ist das Ding. Hier oben. Hallo? So, hier ist. Hero Jäger, gehst du mal zur Karte? Kann doch. Kommt jetzt noch eine Abstimmung oder nicht? Achso, ja, ich bin gleich da. Ich stehe hier allzu, denke ich. So, ich kaufe eine Geisterflotte. Ich hab dich einfach mal ignoriert. Was? Ich bin da. Nee, ich hab den Fitz ignoriert. Wen? Okay. So. Nee, ich wollte. Ich hänge im Fass fest. So, Fitz, die Karte. Ach so. Jäger guckt. Ja, warte, ich. Wo müssen wir denn? Ich muss erst abstimmen, wo wir. Wir müssen erst unten. Ich muss erst vorschlagen, müssen wir abstimmen. Ah. Da reicht aber, wenn Hero, genau. Genau. So, das heißt, unten noch abstimmen. Wow. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4. So, wir müssen wohin? Der ist in Lone Cove. Also, nur mal kurz zur Verdeutlichung. Für Old Faithful Isles. Ach du Scheiße, ist ja alles voll. 4, 6, 8, 10 Karten. Ja, aber die haben wahrscheinlich immer nur einen Schatz eingebuddelt. Vermutlich. Fürs Smugglers Bay habe ich 5 Karten. Gurvy Isles. Ne, Islay. Ist Old Faithful Isle nicht in der Nähe? Was also, wir müssen nach Lone Cove. Lone Cove sind die Geisterschiffe. Und Facebook. Okay. Was hast du denn da so in der Nähe an Karten für Inseln? Was? Wohin bist du hier? Wir müssen nach Lone Cove. Was hast du denn für eine Nachbarinsel? Drumherum ist Hinspring Keep, Lonely Island, Sanctuary Außenposten, Border Cay. Nee, Border Cay, nein.
Picaroon Palms. Picaroon Palms. Habe ich zwei Karten. Soll ich beide nehmen? Echt, wo? Ganz oben. Picaroon Palms. Ja. Zwei Karten. Soll ich nehmen? Nimm die beiden mit. Gut, habe ich. Ja, das muss reichen. Das muss reichen, oder? War ich das mal? Ja, komm. Jetzt hab ich wieder voll. Hallo? Wie bitte? Bin ich besser wieder voll? Keine Ahnung. So, hier ist auf jeden Fall Lone Cove. Ich hab nicht geguckt. Und Picaroon Palms ist da oben. Und wir haben noch Hidden Spring Keep. Da fahren wir jetzt zuerst hin. Also nach Westen. Ah, Smuggler's Bay ist ja auch da. Das ist doch auch, glaube ich, da gewesen an Karten. Aber was? Naja. Wo? Was? Von den Karten, die du da gesehen hattest, Smugglers Bay. Ganz da oben, da sind auch noch ganz viele, ja. Ah, egal. Davon war, ja, komm, egal. Wenn wir die Skelette haben, dann machen wir eh wieder weiter. Ja. So. Oh, ich bin wieder trottelrecht. Wie bitte? Ich bin wieder trottelrecht. Alles klar. Anker? Ah, ist unten. Ist oben. Können wir Segel? Ja, Segel und ausrichten. Festbeleuchtung bitte vorne noch aus. Aus. Das Lenkrad leuchtet ja automatisch. Was? Der Anker leuchtet auch. Ah. Aber hier sind Scheinwerfer drumherum. Okay. Guck, hier ist ein Scheinwerfer neben dem Lenkrad. Steuerrad. Ja. Die Galionsfigur leuchtet auch. Vorne. Wir könnten als NPC-Schiff durchgehen. Wir fahren jetzt so gerade. Alle Lampen an. Aber die Siegel ist auch schick. Irgendwie ziemlich flott unterwegs. Echt schnell. Ich muss das auch gucken. Ich habe mir einen Pulli bestellt heute. Einen Kapuzenpulli im Fuchsfarbendesign von einem Marketplace-Händler. Wahrscheinlich. Es sind Asia-Größen. Ich habe mal 3XL bestellt. Wetten, das passt mir nicht? Das ist aber nur so eine Art Leuchtfeuer, ne? Ja. Das ist nur so ein Stern. Fitz, ich geb dir recht, du, das wird dir wahrscheinlich nicht passen. Ich hab 3XL bestellt, hallo? Ja, okay, könnte knapp werden. Dann kann man aus der Kanone mit F wieder rausgehen. Wow. So, Bucht voraus. Meine Lage fühlt sich teuer für 17.500 Goldmünzen gekauft habe. Ja, halten wir hier nochmal? Natürlich, wir brauchen Kugeln. Zum Looten? Alles klar. Regel. Hinten auch? Hinten ist schon. Oh. Ja, klappt okay. Unseren Job? Da sind Fässer im Wasser, könnt ihr hooken. Easy. Oh, 13 Bretter, warte. Nimm doch das.
Nimm doch das. Wo ist die Kiste? Ah, ja, ich hab die nicht gefunden. Die Stadt trägt nicht gesehen. Die leuchtet aber nicht. Ich möchte ein Skin für die Lagerkiste, dass die leuchten. Ja, ohne Witz. Ja, kann weg. Gut, jetzt sind wir den anderen vorbeigetrieben, oder? Ja. Gut, einer geht an Land, ich spring noch ins Wasser. Ja, ich wollte gerade sagen, ich springe jetzt nochmal ins Wasser. Ja, dann kommt, das sind noch zwei Fässer, für jeden eins. Ja, ja. Jeden eins. Ich habe auch schon Bretter. Dann mach die erstmal raus. Ich habe schon Bretter. Habe ich auch. Ich hatte auch in die Lagerkiste geschmissen. Mensch. Hier sind nochmal 10 Bretter drin. 10 Bretter? Bretter. Ja, oh, hier sind nochmal 19. What? Jawoll. Ich sehe Geisterschiffe. Achso, ja, das ist okay. Unsere Mission. Kein Beiboot? Doch, ein Beiboot, aber das plündere ich gerade. Ja, wir brauchen eins mit einer Kanone. Das ist ein stinknormales Beiboot mit Lampe. Nein, wir brauchen eins mit einer Kanone. Aber dann haben wir eine nämlich mehr. Und wahrscheinlich wir können doch die Lager. Ah ne, die Lagerkiste hat er ja schon mitgenommen. Können wir dich einlenken und die holen? Ach komm. Ach so. Ach nein, hi. Ja, gerade gesehen. Ja, mach mal Platz, komm. Tötet ihn, was Eier legt. Aua. Jo, ist platt. Hast du das Haifleisch? Da oben, gut. Hab ich. Hab ich nicht. Jetzt. Das macht das ganze Looten so viel schneller. Ja, ist pervers. 19 Bretter. Krank. Ja, wie viele Bretter habt ihr jetzt eingesammelt? Keine Ahnung, da sind jetzt auf jeden Fall noch einige Bretter. Also in der Sendzeit habe ich 42 Bretter, 30 Kugeln, 6 Donnerkugeln, 14 Kokosnüsse, 33 Bananen, 8 Tomaten. Ja, okay. Bananen, 6 Brandbomben und 2 Mangos eingesammelt. Okay, du hast gewonnen. Definitiv. An der Ringrate bin ich deutlich besser als ihr. Jo. Aber nur gerade so. An sich müssten wir eigentlich mit 3 Lagen. Nee, es reicht doch, wenn einer rumläuft. Und beim Entladen können wir dann helfen. Witz. Ja, huck mich doch. Zu spät. Wenn es fast jetzt fallen lässt, fällt es runter. Sorry. Wollte ich jetzt nicht gucken, dann hättest du dich geärgert, aber du hast schon eingesammelt, ne? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, nicht schlimm, alles gut. Also über 100 Bretter haben wir schon mal. Fast ist leer, ich hab's leer gemacht. Okay, gut. Du kannst noch, Hannibal, in den linken Turm da gehen. Im Wasser, weißt du? Ach da, ja, ich sehe ihn. Da sind noch Kanonenkugeln bestimmt. Gleich fertig mit Ortlooten. Okay. So, ich gehe ganz kurz auf die Toilette. Dann bin ich gleich wieder. Wozu? Lohnt sich nicht. Ich bin gleich fertig. Ja, könnt ihr ja noch entladen. Das wird 3 Jahre dauern. Die Kiste bleibt einfach oben stehen. Fertig. Ja, ich bin fertig mit Looten. Hast du den Turm auf der rechten Seite vom Schiff schon gehabt? Nee, ich mach gerade den ersten Turm. Gut, dann gehe ich da direkt noch hin. Ja, kannst du gerne machen. So, hier ist. Jo, empty. Dachte ich. Ja,
frag mich jetzt, wie voll diese Kiste ist. Wie bist du jetzt hin? Also du hast die Kiste in der Hand gehabt, ja, und bist dann habe ich einfach F Fass. Gedrückt gehalten. Und dann, wenn du beim Fass stehst, einfach F gedrückt halten. Ja. Okay. So, dann komm, ach, du machen Scheiße. Wir, machen wir die Bretter voll. Kennst du das, wenn du unglaublich laut singst, eine ziemlich lange, zum ersten Mal nach Ewigkeiten wirklich, und dann tut dir der Hals weh? Wie? Nochmal, Entschuldigung. Wenn du unglaublich laut singst, zum ersten Mal seit wirklich einer halben Ewigkeit, und dir dann am Ende der Hals weh tut? Ja, kenne ich. So fühle ich mich gerade. Warum? Ich habe von meinem Bruder zum Bahnhof gebracht. Und ja, auf der Rückfahrt, da lief mein hey. Lieblingslied im Radio. Bei Spotify. Und jetzt tut mir der Hals weh. Mhm. Wrecking Ball, ja. Nein. I came in like a wrecking ball. Ich hab gesagt, alles ist laut. Oder hier. Shake it off, shake it off. Nein? Okay. Haben wir alles? Ja, ne? Geil. Yes. Okay, dann Angriff. Wie viele Kugeln haben wir denn? Genug. Achso. Ah, doch nicht genug. Wir haben nur 176, 177. Das wird reichen. Wir werden jetzt noch welche holen. Ja, 170 Bretter. Was für Bretter wie Kugel? Schießt mit Brettern! Wir können mit Feuerwerkskörpern schießen. Davon haben wir 10 Stück. Keinen Schaden machen. Halt doch die Kugel im Lauf. Ich hab's hochgeschossen, verdammt. Ist. Noobs. Ne. Tut's doch selber nicht. So halb. Hilfe voraus. Segel so halb, ne? Ihr kennt das Spiel. Ja. Nee, Ball nicht sterben. Das ist mein Ding. Ja. Bitte nach rechts ausrichten. Ich möchte keinen pressen. Ich mach die Lagerkiste mit Munition mal voll. Es fällt dir jetzt ein, wo wir gerade am Angreifen sind. Ja. Moment, lass mich dir helfen. Gib mir 3 Jahre, bis das Ding rum ist. So, ich hole mir auch mal ein paar Kugeln. Und ein paar Bretter. Und ein paar Bananen. Nein, falsch rum. Ja. Dann mach dich voll. Bist du hoch. Ja, ich nehme noch Bretter. Bananen. Ich nehme keine Bananen, ich nehme direkt. Ja, heb dir das gute Essen für PvP. Heb dir das gute Essen auf, wenn ein PvP kommen sollte. Nee. Na, dann sicher. Ist eben, sicher. Dann nehme ich jetzt als Essen Maden mit. Nein, bitte nicht. Du kotzt doch immer nur mich an.
kann so euch kurz gleich in den Eimer, dann kann ich, wenn wir Gegner kommen, kann ich ihnen die Eimer zu sich schleudern. Oh, wir werden beschossen. Wo? Oh. Glaubt ihr, die treffen heute noch? Ich hab extra so gesegelt, dass sie nicht gut treffen können, aber der wird jetzt treffen. Ja, na, tut er nicht. Sieht gut aus. Oh, knapp. Seht ihr, ich habe mal wieder recht, so wie immer. Oh Mann. So, Steuerbord, Baller, ne? Bist du vorne oder hinten, Kanone? Ich bin vorne. Okay. Ey, Hannibal, ich habe eine super Idee. Lass uns den Anker werfen. Weil er so hübsch ist? Ja. Aua. Habe ich getroffen? Ich sehe es nicht. Mann, ist das. Ich glaube, wir schießen zu hoch. Ja, ich kann zu hoch geschossen. Ja, ich kann nicht wecken. Wir müssen weiter einlenken. Ja, mal, ich hab mal Löcher gestopft. Ja, wir haben schon drei Löcher. Ich geh mal runter. Ja, ich geh runter, ich geh runter. Wir sind Feuer und Flamme. Ja, ich. Geh, oh Gott, drei Schiffe feuern auf uns. Ah. Tu du weiter ballern, ich versuche hier zu reparieren. Mein Jott, lass mich doch an meiner Kanone bleiben. Ah, ich hänge. Okay, ist weg, ist weg. So. Du willst als nächstes auf die Schnauze, du kannst auch nächstes auf die Schnauze haben. Oh, ich hab keine Kugel. Ich mach das Ganze etwas schwieriger. Denk dran, schieß mit Brettern. Oh! Jetzt hast du den Treffer gesehen. Weiß, jetzt sind wir zu weit. Anibal, ich hab grad mitten aufs Deck getroffen. Jetzt so ein paar Schuss. So, vor uns direkt. Hey, guck mal, links. Oh. Ja. Rechts kriegen wir auch Feuer. Ach nö, Feuer. Noch einer, komm. Perfekt drüber. Ja, weiter einlenken. Kann ich nicht. Ja, alles gut. Okay. Wo ist der andere? Wow. Aber ich glaube, beim Löcher, guck mal bitte. Ja, ich bin unterwegs. Fachgange mit 17 Kugeln. Wer? Oh. Könnt ihr feuern? Stimmt, können wir feuern. Ich weiß, ob wir treffen. Ja, treffen wir. Ja. Super sichtlich. Reicht, 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 reicht. Yeah, level up. Da drüben ist nämlich eine Lagerkiste. Kiste. So, der ich will. Rechts, links. Links. Hinter uns. Hinter uns? Ja. Ich geh schwimmen. Wir segeln von der Kiste weg. Also die, die ich gesehen habe, Entschuldigung. Oh, ich hab. Die ich gerade sehe, ist da vor uns. Wellen sind sehr stark gerade. Ach, das war nix. Ich sehe die überhaupt nicht. Ich sehe die Schiffe nicht. Oh, hier vorne ist einer. Warte, der ist weg. Ja, deiner kommt besser. Nein, geht auch daneben. Ah, schade. Bitte stopfen? Ich geh runter.
Easy. One shot. Ja, ja. Dreimal dran vorbei. Wieso, wieso habe ich denn die Harpune so oft gehört? Traumhaft ausgewichen. One Week. So, wo sind sie? Vor uns. Ich höre schon welche. Von Dieg. Oh. Warte, warte. Gerade. Okay. Links, Kiste. Links, Kiste? Ist noch ein zwei sogar. Nicht die Fässer. Ich meine die Geisterkiste. Ah, da sind wir noch zu weit weg von. Die können wir nicht abonnieren. Ich drehe rein. Oh fuck, den habe ich übersehen. Okay, ist weg. Aber jetzt die Kiste. Au. Oh. Komm doch mal. Noch mal. Komm, geht noch. Ah! Wirklich? Segel. Aber man hätte nur so schnell rumkommen. Wow! Der Penner hat mich getroffen. Wo bin ich denn jetzt hier? Mach mal lieber die Löcher zu. Ich kann gerade nicht feuern. Okay. Ich bin unterwegs. Dreh ein, dass wir die Kiste kriegen. Da müsste gleich noch ein Schaden reinkommen. Nee, das trifft nicht. Mit Ankündigung. Zeit aufzugeben. Oh. Ich habe keinen Blödsinn gemacht. Vor uns kommt eine Kiste. Oh, rechts da. Okay. Wir brennen. Wir haben ein Loch. Ich gehe. Danke. Rechts. Ich hab keine Bohnen. Ja. Einer noch. Oh, kacke, reicht. Jo. Eigentlich langsam mal die nächste Phase kommen. Hat er nichts da gelassen? Nee. Unerhört. So, links gleich. Und rechts. Ja, aber erst links. Ah, sehr schön. Ich finde schön, wie sie das unabgesprochen gemacht haben. Was? Fuck, wir brennen hier oben. Wir brennen nicht. Wir sind einfach nur Feuer und Flamme. Übrigens, nächste Phase. Bleib stehen. Feuer ist gelöscht. Das ist gar nicht so verkehrt. Ach gut, ganz kurz aus, wenn die anders sind, ja. Oh Gott, hinter uns. Ah, sind auch nochmal Bretter. Leer.
Perfekte Methode. Perfekt! Was erwartest du aus der Perfektion von mir? Alles andere ist Blasphemie. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich treffe, wie ich treffe. Ja, es ist auch nicht so ganz. Geht auf jeden Fall gut in die Richtung. Hä? Wieso geht der nicht? Wie oft habe ich die mehr brauchen. Das ist die nächste Phase. Jetzt der vor uns. Ohne Mond. Leer. Ja. Mach erst die anderen weg. Lass den in der Mitte. Da! Die unsere Kugeln hochgeflogen sind. Ja! Das Schiff hat geschaukelt. Okay. Löcher stopfen bitte. Ja, unterwegs. Juhu. Alles gut, krieg ich hin. Links ist was im Wasser. Das wollen wir einsammeln. Nur eine Lagerkiste, oder? Was heißt denn nur? Naja, Schädel wären auch noch nett gewesen. Na. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal, was wir gerade eben gemacht haben. Nur ein Besser. Töten? Meutern. Bewaffnet euch mit Kugeln? Arr. Ja, wir sind voll. Wollte ich gerade eine Kugel essen. Gott. Komm, beiß rein. Viel Eisen. Sehr eisenhaltig. Mach doch nicht ständig das Licht hier aus. Werd ich bei dir selber. Unser Winkel ist sehr beschissen, Fitz. Ja, weil ich ja, unten war, weil ich nichts gesehen habe, weil ihr die Laterne ausgemacht habt. Okay, die Kanone. Aua, aua. Löcher stopfen. Fressen. Ich sauf gleich ab. Ja, ich bin vorne am Stopfen. Vorne hinten sind komplett wieder, ganz viele. Ja, unsere komplett linke Seite ist gefickt. Ja, hinten komplett. Mehr Bretter. Ich bin übrigens so gut wie tot. Ich hab eben ganzen Arsch voll Bananen gefressen. Ich seh nix. Aua. Ich wurde jetzt dreimal vom Bereich repariert weggeschossen. Fuck, wir brennen oben. Ja. Gleich. Ich kümmere mich darum, sobald ich mein Loch repariert habe. So, das freut. Ich geh vorne reparieren. Jo. Ich mach trocken in der Zwischenzeit. Ich nehme jetzt schon mal einen Wischmock. Hol dir mal den Bob. Okay, wir sind trocken. Ich muss jetzt erstmal essen. Bring uns wieder ran. Da liegt noch was. Aufstocken. Das holen wir uns gleich. Was? Oh, 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 oh. Ach, da. Da fahren wir jetzt ran, da kümmern wir uns noch. Ja, Kanonenkugeln sind geladen. Kanonen sind geladen. Ding, 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 ding. So, Kiste voraus. Ich weiß.
Was, wo sind unsere Kugeln? Hey, was? Unsere ganzen Kugeln haben wir oben eingelagert. Oh Gott, dann nicht alle. Doch, alle. Übrigens, wir werden getroffen. Aua. Gehen wir kurz gucken, so lang. Ja, wir werden wahrscheinlich eins haben. Ja. Zwei. Ja, haben wir. Da ist noch ein Schädel. Heiß, aber ich muss die Kiste erstmal abladen. Oh, hast du den? Okay, kann. Gut. Ja. Was das warst du sonst auch, so abgesehen davon? So. Ja, ich dreh schon bei. Na. No. Ja, ich komm nicht mehr dran. Na. No. Wo sind die anderen Schiffe? Gegenüber. Ist die Insel gerade dazwischen? Sehe ich nicht. Okay, die Ratten sind glücklich, alles gut. Die Ratten sind glücklich. Jeder Pilz ist glücklich. Okay, einsperren. Los, abstimmen. Oh. Wieso immer auf mich? Dieser Arsch. Ich bin unten. Freiwillig oder wurdest du nach unten geschickt? Ja, komm, freiwillig. Ich hab den Hintern getroffen. Was Hilfe brauchst, sag Bescheid. Schrei einfach. Nee, nee, ist trocken. Die Ratten freuen sich wieder. Alles wir gut. Machen jetzt die anderen zwei. Da kommen da zwei auf uns zu. Ja, mach die anderen zwei. Kann noch nicht wirken. Gut. Er hat was fallen lassen. Oh, jede Menge. Segel hoch. Mach schon, ich mach schon. Wir haben alles. Gas. Speed. Speedy kommt da alles, sind wir jetzt. Iba, anderle, anderle, epa, epa. Hannibal, voll machen, wieder. Was voll machen? Kugeln, Bretter, Nahrung. Ja, ja. Da brauchst du mehr. Segel voll runter. Ja, auf die andere Seite. Wir müssen hinterher. Abschalt, wenn Segel wieder hoch kann. Naja, halb. Ich sag euch schon, wir müssen erstmal ran. So. Ja, wir sind da eigentlich dran. Okay, Segel halb. Ja. Segel halb. Ich hab hinten, ist gut. Und haut das Ding jetzt. Feuer! Fick die Schweine in die Hölle, ein zweites Mal. Jo, jetzt kriegt er die volle Breitseite. Eine volle Breitseite ist mit unserem Schiff nicht gerade sehr beeindruckend. Ja. Das war's, das war's. Der ist weg. Ich geh reparieren. Hey, Hannibal, wir sind Feuer und Flamme. Klar. Mit nassen Füßen. Wo brennt wir denn? Nicht mehr. Okay. Das war wenig, was da getroppt ist. Wo ist er denn? Da vorne. Gott, da haben die wahrscheinlich auch eingestellt, ha? Früher gab es mehr irgendwie. Meine Lagerkisten haben wir viele gekriegt. Mir war alles besser.
Ja, war's auch. So, Segel ist oben. Hinten hoffe ich auch, ich guck mal. Ja. Okay. Aber einige Schädel. Dachte ich. Jo. Okay, alles bitte in eine Lagerkiste machen. Die Geisterlagerkisten konnten wir auch abgeben, oder? Ja. Hannibal, du kannst looten. Wie? Lagern, ne? Ja, mit Elf halt. Ach, du kannst auch die Lagerkisten mit allem gegenseitig plündern? Ja. Das ist ja fies. Moment, nehmen oder lagern? Lagern. Also, nehmen. Boah. Weißt du, ich mach jetzt die anderen leer. Dann blutst noch die ich in den Fingern habe. Die nehme ich schon. Also die, ja. Boah, dauert das lange, aber ne? Ja, je mehr da ist. Da ist viel Zeug drin. Ich bin jetzt bei halb. Ja, da kann man die nicht sich gegenseitig mit zwei leer plündern. Doch, aber je mehr Zeug drin ist, desto länger dauert das. Ach so. So. Ich präsentiere 170 Kugeln und 200 Bretter. Ja, alle anderen leeren Kisten bitte runter zum Abgeben dann, ne? Sind wir schon dabei? Okay. Ich habe halt eine der anderen Kisten, habe ich angefangen einzusammeln, die anderen noch. Und habe die dann Hannibal zum Looten hingestellt, habe ich die anderen schon runtergebracht. Oh, ich liebe diese neue Funktion. Wir haben mindestens 3 Jahre gespart. Ja, ich spare enorm Zeit. So, Schädel sind leer. Ach, die sind alle da oben. So, wo ist denn die Insel hier nebenan? Die nebenan war, irgendwo in der Nähe. Meinst du, wo wir gerade hinfahren? Ja. Genau die, wo ich den Kurs gerade auf eingestellt habe. Du. Ich. Hm. Die einzig fähige Person hier. Hm. Du. Hm. Sagt mir mal ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Ich bin noch. Und für meinen Vater habe ich schon was, aber für meine Mutter bin ich. Ein Dauerton-Ticket. Erstens mal für den Konzert wird doch jetzt wahrscheinlich eh nicht wieder statt und zweitens mal nein. Mein Vater irgendein Konzert, nein. Meine Mutter ein Konzert. Ich werde dich einen Schatz haben. Das Problem ist nämlich Regel ist oben. Ich muss hier wieder alles alleine machen. Nee, du musst mit uns reden und da ist ein Beiboot mit Kanone. Oh. Meins, ich taufe es Peter. Ich will das auch einmal machen. Erster. Wartet, lasst das Beiboot noch da stehen. Warum? Ich sag euch sofort warum. Oh, hier ist ein Dings hier zum Looten. Meerjungfrau im Wasser. Oh ja, macht lieber mal die Meerjungfrau. Komm her. Hero? Oder wer ist da? Ist jemand bei mir? Können wir das auch zu zweit schaffen? Ne, hier ist das. Annabelle, wo bist du? Ja? Ja, warte, ich muss hier mal kurz. Really? Brauche euch nicht. Ja, ich habe derzeit einen hier am Land platt gemacht. Wo kommst denn du jetzt her? Oh mein Gott. Ein schönes Schiff.
Lass dein Herz fallen. Nein, okay, die Seite ist nicht nass geworden, okay. Ja, also, einerseits ist witzig, dass andere Spieler was vergraben, andererseits würde ich eine Begrenzung einbauen, dass du es nicht direkt nebeneinander setzen kannst, weil so ist ja auch ein bisschen, Spassisches anders. Palmenweg durch die zwei Dinger. Ist das überhaupt hier? Deshalb fällt es einfach nur wieder verplant. Ja. Nee, der ist schon da richtig. Oh! Ascheschlüsselmeister! Habt ihr gehört? Genug. Ja. Ich höre grundsätzlich nicht zu. Wenn du zu mir kommst, kann ich die wegbomben. Also. Wo seid ihr? Dann da. Ja, warte, dann ist er gleich bei dir. Ich muss gerade erstmal was sehr Wichtiges machen. Dann kann es bei Wut übrigens auch mit Pistolen liegen. Gut. Leichenpost. Ich hab das Beilbuch, das gelootet. Oh shit, der Schlüssel liegt noch da, aber da kommt ein Fettsack. Bring ihn zu mir. Also habt ihr den getroffen? Anscheinend. Ich hab zweimal ihn mit Schrot erwischt. So mächtig kann das nicht gewesen sein. Ich hab den Ascheschlüssel. Hier liegt noch irgendwas. Ja, das habe ich da hingelegt. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Na, warte. Ich will die ganzen anderen Sachen hier noch ausbuddeln und ins Beiboot legen, aber. Ja. Irgendwie so, finde ich den nicht. Ich war gerade. Also, beschäftigt, warte. Da müssen zwei Palmen sein und bei der. Aber das ist doch Quatsch. So. Hier ist der Fels. Und bei der Fels, die erste Palme, die gibt's bei nicht. Bei der Fels? Die gibt's nicht. Die Palme bis dieser. Bei der Fels. Gibt's nicht die Palme. Hier ist der Stein. Und dann soll hier zwischendrin eine Palme sein. Die ist nicht da. Fake News. Okay, ich habe mich das gefunden. Aber Fake News. Hier müsste eigentlich eine Palme stehen auf der Karte. Ist überhaupt was drin? Mal sehen. Eine Banane. Natürlich nicht. Wow, klar. Du kannst leere Kisten verbuddeln. Ja, sorry, da müssen sie nochmal ran. Also. Das ist. Wer buddelt denn eine leere Kiste aus? Also, dafür kriegen die jetzt Punkte? Das ist doch Bullshit. Die da oben hast du ausgebuddelt beim Stein, ne? Das siehst du doch. Ja, hier irgendwo, genau. Ich bin bereit, Gegner wegzubomben. Lass mal gucken. Eigentlich hier. 40 stört dich doch nicht, dass ich die rote Totenkopfflagge gewisst habe, oder? Doch, mach sie weg. Bin nämlich für alle sichtbar. Gibt's doch gar nicht. Okay, nee, also das. Wir machen normale Missionen. Das kostet nur sinnlos Zeit. Ich hab was. Ihr habt den halben Strand umgegraben. Ja, aber da ist ja immer noch was. Hä? Wo dann? Ja, immer noch zwei Stück. Immer noch an derselben Stelle. Aber hier, das vorm Felsen. Ja, hier irgendwo. Das Problem ist, weil das so kleine Schädel auch sein können, was die da verbuddelt haben. Ja, ich hab einen. Ich hab den zweiten. Weil als Schädel ist, bringt es uns wenigstens was für unsere Flagge. Ist okay, aber. Okay, jetzt. Falsch. Da, so. Rudern! Made! Ich bin dafür, dass wir. Halt schon. Auf falsche Richtung. Ja. Woo! Okay. So, ich gehe uns die nächste Mission holen.
Kann ich kurz überlegen, wo der Außenposten ist? Hinter uns, glaube ich. Ja. Nehmen wir den. Die Seite sieht irgendwie nicht sehr solide aus. Digga, Stufen muss die Seite. Oh. Was heißt oh? Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Können wir aber auch. Aber das Ballboot sieht ziemlich angeschlagen aus. Ist auch noch leer. Ich habe es schon gelootet. So. Mit der Kiste. Mit der Kiste, war doch klar. Perfekt. So. Wir bewegen uns. Wichtige Frage, wie heißt eigentlich unser Schiff? Es sollte mal ein Feature kommen, das war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es schon mal auf dem Testserver war, das weiß ich nicht, aber es sollte ein Feature kommen, dass du dein Schiff einen Namen geben kannst. Das wäre schön. Weil es gibt über der Galeone gibt es ja so einen Torbogen und der ist auch leer, da steht nichts drin. Ich denke, sie haben sich dagegen entschieden. Weil man kann ja da alles reinschreiben und da kann man ja auch verbotene Dinge, sexuelle Begriffe und so. Und ich glaube, um es familienfreundlich zu halten, haben sie sich deswegen dagegen entschieden, das Feature dann doch reinzubringen. Ich hab mein Lieblingsfeature des neuen Updates gefunden. Das wäre die Kiste, oder was? Hero. Nein. Hä? Wieso? Ich habe mich ins Bett gelegt zum Schlafen. Ja. Ich schlafe ein und er steht wieder auf. Oh ja. Hat er eben nicht gemacht. Segelt immer weiter, ich lege mich auch mal hin. Wo ist ins Bett? Kann ich mich dazulegen? Nein. Aufs Bett setzen? Dann siehst du mal, wie viel. Da schlafen legen. Ich würde nämlich mal pullern gehen. Au! Oh. Hammer! Gut. Ich glaube, ich weiß noch, wo er direkt wieder aufsteht. Da war ich doch mit. Fitz, komm mal nach vorne. Nee. Setz dich zu uns. Meine Crew, Fitz, Fuchs, plus ein Sperrenstück. Ich bin mal kurz auf Toilette. Bis gleich. Gleich. Jetzt kann ich mich auch hinlegen. Gut, ich stehe aber trotzdem direkt wieder auf. Ich habe ganz wenig HP nur regeneriert, aber ich konnte mich ein bisschen hinlegen, nachdem ich das Bett freigeräumt habe. Da müssen sie nochmal ran. Also das ist noch nicht ganz so... Genauso wie sie meines Erachtens begrenzen sollten, was man alles verbuddeln darf. Und dass die nicht so nah beieinander sein dürfen. Oh, Munition. So, versägen wir überhaupt noch richtig? Wahrscheinlich nicht. Grob. Ginge besser, aber ja. Was man halt einfach zu oft hat, und das ist jetzt wirklich. Das ist, wenn ich spiele, haben wir fast immer Gegenwind. Sehr oft Gegenwind. Seltenst mit Wind. Was ist denn normaler Wind? So, ihr habt euch da vorne hingesetzt, oder was? Ja. Wir haben ja keine Planke, ne? Ne. Er kann sich nicht nach vorne setzen. Buh. Es dürfen aber nur zwei sitzen. Asche sind so fett. Ich bin neuen Captain. Au. Oh. Ich repariere mal den Mast. Die Nanke habe ich auch schon repariert.
Oder hat sogar zwei gebraucht. Ich bin kurz davor, unsere Macht zu verlieren. Das Rade hat schon zwei gebraucht, ja. Wir geben hier übrigens nichts ab, ne? Ja. Also außer die Seide. Wir geben die Seide ab und holen eine neue Mission und machen dann weiter, aber wir sind noch in Stufe 5. Ja. Und ich bin jetzt mal zuversichtlich, dass wir nicht in PvP geraten. Ah, ich wollte ja mal die Kanone testen. Jetzt haben wir drei Stück auf Recht. Ja. Steuerbord. Die ist, glaube ich, eine vollwertige Kanone. Die schießt, glaube ich, nicht kürzer oder schlechter. Sieht zwar kleiner aus, aber sollte vollwertig sein. Ich finde meine Frisur super. Nee, es ist dunkel, da sehe ich den nicht. Können wir jetzt mal bitte Mitwind haben? Es nervt. Warum haben so viele Ratten? Müssen die schon abgesoffen sein? Also ich finde, die Ratten machen bei der Brick und bei der Schaluppe machen sie gar nicht so viel Sinn. Die sind zwar nett, dass sie da sind und ab und zu huscht mal eine hier vorbei. Ist ganz witzig. Aber ich finde, sie machen in deren Sicht nicht so viel Sinn, weil bei der Galeone ist es ja interessanter. Wieso rennen so viele Ratten im ersten Stockwerk rund, ne? Also eins unten drunter. Oh fuck, wir laufen unten voll, ja. Da macht das Sinn, aber wenn du ja nur eins hast. Wobei du hörst es ja auch, wenn es voll wird, ne? No. Segel hoch. Hä? Ich wollte mir da Schokolade nehmen. Hi Hannibal. Hi. Willkommen zurück. Ich habe mich kurz umgezogen. Ich hab nur noch gehört. Segel hoch. Das ist okay, jetzt hast du jetzt erstmal nichts, machst du erstmal. Hi. Schokolade. Erdnussbutter mit Schokolade umrandet. Oha. Geil. Seid ihr schon langsam in Weihnachtsstimmung? Geht schon langsam los bei euch oder? Dauert das noch? Ich habe von meiner Personalchefin einen Adventskalender bekommen. Okay. Ah. Sendet. Als einziges in der ganzen Firma. Oh. Warum? Weil ich perfekt bin. Wie war das? Auf alten Kähnen lernt man segeln? So, also eine gibt die Seite ab. Die ist schon weg. Okay. Dann bewachst du das Schiff, ich gehe die nächste Mission kaufen. Denk an die Lagerkiste mitnehmen. Oh, nein, stimmt. Hannibal, nimm die Lagerkiste mit, plünder alles. Ja. Oder nimm eine leere oder so, sicher. Nimm irgendeine erstmal. Ja, nimm die voll ist. Geben wir nicht hier die ganzen Totenschädel ab? Nee, wir sind noch in Stufe 5. Dann gibt's noch mehr, so. Gibt's noch mehr Boni. Okay. Gut, dann trage ich den wieder zurück. So. Oh, kann ich kaufen? Ja. Nee, Stufe 60 bin ich noch nicht. Was gibt es da wahrscheinlich? Steuerrad oder so? Nehmen, weg. Okay, das ist echt easy. Kannst du vorstellen, wie schnell mir langweilig war, als ich hier vorhin gelootet habe? Ich glaube, ich hätte es dir nicht sagen sollen, das wäre noch witziger gewesen. Ja. Kommen wir mal in den Wettkampf. Wer kriegt mehr Loot hier. Wer sammelt länger, schneller Loot ein? Tatsächlich wusste ich das sogar. Ich habe das in den Patch Notes gesehen. Ich sehe noch einen Wrack. Da will ich gerne hin. Ach scheiße, hier ist nichts. Ist hier hinten noch was? Kannst du nicht einsammeln. Na gut, dann halt nicht.
So, aber hier, die geben 4. Ich muss den Ascheschlüssel und den Saphir in die Kiste platzieren. In die eine. Dass ich eine Mission vorschlagen kann. Das hat gerade gepackt. Auf! So, ich wollte, während ihr hier rumeiert, oben gucken, ob ein Schiff kommt. Das ist ja, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Kann schon mal ausrichten in Richtung Wrack. Und dann will ich mal gucken, was es in dem Season Pass jetzt eigentlich gibt, wo ich mir den hole. Aber wir segeln aktuell so oft. Ja, wir werden auch, denke ich, die Season hier vollkriegen. Ey, hier ist nichts mehr. Alles leer. Nächstes Mal sagst du bitte. Nächstes Mal sagst du bitte. So, wir gucken mal im Piratenlogbuch. Ich muss Schokolade essen. Das muss, glaube ich, hier jetzt sein. Genau, also ich bin nur 12 von 13. Und was gab's denn? Was hätte es denn gegeben, wenn ich den Pass hätte? Ich hätte direkt irgendeine Jacke bekommen. Beutepass. Eine Jacke. Und ein Emote zum Sandengel, verstehe. Ansonsten, was ist das hier? Rollende Würfel, Emotes. Also ein bisschen Gold gibt's immer. Okay, dann gibt's ein Segel für alle. Eine Angel. Was ist das? Polarlichtflagge. Also Polarlichtsteuerrad. Haut mich nicht so vom Hocker, der Beutepass bisher. Okay, das Rentier als Galionsfigur ist schon wieder witzig. Ja, wahrscheinlich werde ich ihn abschließen. Einfach nur, dass ich es gemacht habe, aber zu 100%. Oh, der Kompass ist geil. Winterlicher Feuerkompass. Geil. Okay. Segeln. Wir sind alle da, oder? Nein. Wie nein? Oh. Segel. Runter, kommt. Aber lasst es mal so ausgerichtet, bitte. Ja, wir jetzt haben Gegenwind. Nee, wir haben Mitwind. Also aber links sind... Oh, ja, Tatsache. vor uns die, das Wrack, das willst du, oder was? Genau, und links ist, glaube ich, die Mission, die wir machen müssen. Shipwreck Bay, genau. Weil wir plündern erst schnell das Wrack. Danach machen wir hier lieber Shipwreck Bay. Kann dann da oben abgeben und dann ist auch schon wieder spät genug. Hey. Oh, muss nachladen. Salutiert das. So, Gewehr. Jetzt erklärt mir, wie gucke ich dieses Jahr Kevin allein zu Hause und in New York? Wie? Ich habe ihn auf Blu-ray. Ja? Kann die PlayStation 5 Blu-rays abspielen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Echt nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Die Vierer konnte das aber. Die 3 auch. Musik-CDs konnte die Vierer nicht mehr abspielen. Da war ich herbst enttäuscht. Das habe ich zum Zufall habe ich das gelesen so. Ja, du kannst keine Musik-CDs mehr hören. Was? Sony? Musik? Label? Hallo? Wenn die PlayStation 5 keine Blu-Rays kann, dann weiß ich noch. Weil ich werde den Film nicht ausleihen. Aber meine Eltern machen einen Blu-Ray-Player. Dann muss ich mir einen Blu-Ray-Player von denen ausleihen, dass ich Blu-Rays gucken kann. Weil ein Laufwerk im neuen PC habe ich auch nicht mehr. Ich habe nicht mehr Platz. Da vorne ist eine große Glasscheibe. Segel hoch. Hallo? Wir rammen das gleich. Wow. So, voll einschlagen. Dabei. Hey Hannibal, nimm die Kiste mit. Ja. Da hast du verdammt recht. Nimm dir irgendeine Kiste mit, wir haben ja genug. Ne? Ja, ich nehme unten so eine. Danke. Ich schreibe dir eine Rechnung.
Kostet dich 20 Goldfranken. Hannibal ja, ich bin halt mit der mega langsam, ne? Ja, aber ja, du bist immer noch viel, viel schneller. Außerdem kannst du dir Luft holen in dem Wrack, also. Ja, ja. Jetzt guckst du nach ja, dem Dings. Nach was? Nach dem der Captain Der Tottel am Stück, Spaß dabei. Oh. Boom. Captain's Kajüte ist oder? Eine Moment. Kiste, der schiffbrüchig. Boom. Ja. Ich kann hier keine Luft holen zur Info. Och, ganz hinten. Dann stirbt nicht. Hier nicht. Okay, also kann man die Ball beschwören? Nur hier. Das hat gerade ganz tief Luft geholt. Ja. So, hier ist nix. Ich hab meinen Schädel hochgeschickt, ich weiß nicht, ob du den hucken kannst. Wenn ich den sehe. Da ist eh Luft. So, das war's hier. Also ich hab die hochgeschickt, aber die sind beide nicht angekommen. Hä? Oder hast du schon gehuckt? Ich hab gar nichts gehuckt. Wo sind die? Ich hab nur deine Kiste gehuckt. Dann sind die weg. Dann sag ich ja, wenn ich sie sehen könnte. Dann sind die weg. Ich hab definitiv einen Schädel losgelassen und definitiv einen roten Rubin. Und die müssten ja eigentlich jetzt hochgekommen sein. Aber sind nicht da. Ah, die hängen am Mast. Oh, wie dumm. Ey, da ist ein Hai. Da sind zwei Haie. Pfeffer. Hey, hier ist ein Schädel. Ja, ich weiß. Irgendein Mast fest. Also hier alles zu looten, das ist schon geil. Erster Hai ist tot, der zweite. Auch. Ich hab einen der Haie einen Hit mitgegeben mit der Pistole. Den nur einen Hai jetzt noch. Aber es waren vorher zwei. Jo. Ich sehe übrigens keinen Rubin. Ja, der hängt hier noch am Mast. Der hängt unten noch. Hallo Lea, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir. Bist du fertig? Nee, ich kann noch. Viel Spaß. Hat Ausdauer hier. Ich muss aber was fressen. Moment, habe ich hier was drin zu essen? Ja klar, habe ich hier was zu essen. Ich habe eine Feuerwerkskörperkiste. Ah, hier ist alles drin in den Dinge. Ich habe einen Rubin gefunden. Okay, was haben wir hier noch drin? Ja, soweit, das freut mich doch. Kiste mit Holz können wir abgeben. Ein paar Bretter müssten wir haben. Ja. Kannst du eigentlich in die Kiste. Nur so zwei, drei. Kannst du eigentlich in die Kiste auch die Bretter packen, die frei rumschwimmen vor dir? Ja, ich weiß noch nicht. Ich hab's noch nicht probiert, warte. Alles, so alles gut, Lea. Ich hab Explosionsfass. Lieber nicht, lass es. Oh, hier ganz hinten ist noch eine Kiste, hast du die gesehen? Unten, ganz unten. Ganz hinten durch, ja, ganz Kiste, unten. Da war ich noch gar nicht, komplett komm ich durch. Jetzt. Nee, ich kann nichts nehmen, ich kann nichts nehmen. Jetzt, es funktioniert. Wir müssen das Fass nehmen, weil es ist ein gutes Fass. Ja, das ist ein Hammerfass. Das geben wir dann direkt nochmal ab am Außenposten. Jetzt so. Funktioniert. Ich hab's gerade gemacht. Was? Hier, nimm. Ach, ohne mich. Mist. Ich habe gerade die Holzkiste voll gemacht, indem ich einfach nur unsere Lagerkiste geäfft habe. So, war da noch so. Was Fitz? Ja, ne? Ja, ich gehe noch mal kurz gucken. Ja, das Fass müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil das ist ein besonderes Fass. Okay. Das gehen wir direkt dann ab. Fahren wir nur kurz zurück. Ja, hier ist noch ein Schädel. Oh ja. Ich bringe jetzt die Holzkiste zu den Verkaufen. Das ist eine Kokosnuss. Wo ist der Schädel? Oder du hast ihn schon? Ich hab den Schädel gerade in der Hand. Okay, dann hole ich das andere. Das ist eine Kokosnuss. Nein, du sagst keine Kokosnuss. Du hast erst einen Schädel, ich sehe ja, drück F, hab eine Kokosnuss in der Hand. Da wird mir doch wohl nochmal. Da kommt ein Hai. Ja,
Ja, weil ich halt gestern leer Rocket League mit Rockmusik gemacht habe und die Leute durften sich was wünschen. Das war mega. Ah, okay, ja, sind wir durch, oder? Für's jetzt. Ja, aber mich nicht hucken, ich habe ein Fass. Mich kannst du hucken. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Danke. Da nimm das. Und die Scheiß Töne rein. Gehen wieder, ja. Wo ist er? Bam, bitch. Move, bitch, get out the way. Alter, da hinten ist noch ein. Da ist noch eins. Was? Hinter dir. Oh. Komm mal lieber an Bord, wir segeln weg, ne? Ja, ja, bin unterwegs. Ich fahr doch nicht weiter. Nimm mal vorne das Zeug nach unten. Ich bringe jetzt mal das Fass nach oben. Für die 2 Meter. Achso, das haben wir schon. Ja, dann. Das ist direkt da vorne der Außenbossen. Du springst dann. Also alles hochbringen jetzt, oder? Nein, nein, nur das Fass. Nur? Ach so. Weil wenn wir beschossen werden, geht das hoch. Wir werden beschossen. Bei den Skeletten auf jeden Doch Fall. Nicht. Ich liebe die Geisterlagerkisten, vor allem wenn wir so eine große Menge haben, dass die so einen Blob ergeben. Lea, vielleicht hast du eine Idee, was ich meiner Mutter zu Weihnachten checken kann. Aline. Nein, nichts Süßes. Ich habe letztes Jahr, sie ist halt so eine, die hat so gern so Deko-Schalen und so Quatsch. Aber das habe ich ihr immer die Vorjahre schon geschenkt. Letztes Jahr habe ich ihr eine Decke geschenkt mit Ärmeln. Weißt du, so langsam wird es schwierig, will ich damit sagen. Das ist aber normal. Je älter werden, desto mehr haben die schon. Oh mein Gott, ich war schon fast 600 Stunden hier. Ja, und das sind immer noch zu wenig. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Feuerwerkskörper! Hannibal, was meinst du? Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Wir sperren dich auf jeden Fall ein. Und wir geben nicht ab. Wir sperren dich ein, locken aus. Vorsicht, 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 Segel hoch, 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 Segel hoch. Segel ist oben. Nicht meins. Bin am Lenken. So, einer springt ab, gibt das Fass ab. Hannibal, geh mal. Unterwegs. Ich muss Loch stopfen. Weil jemand meine ganze Zeit mein Schiff kaputt macht. Wo gebe ich denn das ab? Wie immer. Bei wem? Bei der Händlerin. Ah. Immer. Bei den Fässern habe ich keine Ahnung. Wie alt ist deine Mom? Circa. Wow, wie alt ist sie? 60 rum. Was macht sie gerne? Meckern. Ah. Es ist leider so. Sie ist jetzt Rentnerin und hat nicht wirklich Hobbys, außer mal eine Runde Solitär am Tablet. Hart Steuerbord einlenken. Warum das? Damit ich Hannibal Handball abonnieren kann. Genau. Damit ich ihm einen schönen langen Metallspeer durch den Körper reinkann. Ich sehe ihn gar nicht. Rechts, 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 rechts. Steuerbord ist rechts. Ich drehe ja schon. Weiter rechts, weiter, 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 weiter. Das wird, glaube ich, nix. Nee. Weiter drehen, weiter drehen, weiter drehen. Nicht zu schnell. Ja, aber du kommst, glaube ich, gleich an die Leiter, oder? Nee. Die segelt mir davon. Ja, ich bin gleich bei euch. Land voraus. Au, was war das denn? Ein Hai. Ja, was heißt was schenken wollen? Ich mag ja schon was schenken, Lea, aber ich weiß halt partout nicht was. Weil sie hat halt schon Dekoschalen, sie hat schon sämtliche Decken. Ich habe ihr mal eine LED-Kerze geschenkt, wo die LED in der Kerzenkörper ist und oben ist so eine Metallflagge, die mit einem kleinen Motor hin und her wackelt und die wird von der LED bestrahlt und das sieht von weitem täuschend echt aus und ich habe extra viel Geld ausgegeben, dass man den Motor nicht so hört. Weil es gibt so billige Lampen, also so billige LED-Kerzen. Da ist dann auch so ein Motor drin, der so eine Metallplatte, die reflektiert, bewegt. Aber dann hörst du die ganze Zeit. Das nimmt sämtliche Stimmung.
Ja, dieser Kerze. Sowas hat sie also auch schon. Also stellt sie auch jedes Jahr fleißig auf. Die Dinger gehen dann nicht kaputt. Bitte auf die andere Seite das vordere Segel. Ich möchte nicht so viel Power haben. Und dann machen wir wieder so ein bisschen halb, ne? Ihr kennt das Spiel. Ich hole mir auch nochmal Bretter. Kannst du vorne holen? Nee, machen wir unten auch noch genug. Und nochmal Kugeln und nochmal Banenje, gutes Banenje. Oh, ich lasse das Haifleisch da. Allmächtig, ja. Ey, ich muss erstmal hier kurz gucken, wo hier was ist. Jetzt schau dir mal die Lagerkiste an. Ist jetzt so voll, dass man nichts mehr findet, oder was? Das... Ja, du musst mal gucken, ne? Die ist doch voll jetzt, oder? Oder nicht? Ja. Ja, nehmt euch mal Kugeln und ballert. Ja, wir haben schon alle. Ich bin fertig. Ich hab von allem. Gutschein mit Spülmaschine ausräumen. Nee. Oh, da ist ein Fass. Explosionsfass. Ratzbo. Abonniere ich. Oder? Hier links direkt. Hör doch auf, das ist ein Explosionsfass. Deshalb hätte ich das jetzt erwischt. Achso, wir können ja auch schon mal alle beladen. Die sind schon alle beladen? Ja, perfekt. Ich bin hier schon 3 Schritte voraus. Ja, ich weiß. So ist er. Was bringt jetzt schon wieder? Die jammernde Flotte der Obsidian Leech. Also, wenn es irgend so ein geiles Küchengimmick gäbe, weil sie kocht halt auch gerne. Ja, wie wär's mit dem Thermomix? Nee, hör auf. Wenn ich, glaube ich, einen Thermomix schenke, enterbt sie mich. Weil das ist glaube ich, Beleidigung hoch 5. Nee, aber ich glaube, das ist für sie, die schon seit eh und je kocht. Vielleicht willst du denn ausgeben? Beleidigung hoch 5. Ungefähr. Das kommt immer ganz drauf an. Also, wenn ich jetzt sage, da oben ist keine Grenze, die Frau hat mich auf die Welt gebracht, ist natürlich, irgendwo ist natürlich eine Grenze, ja? Ich möchte mich nicht... Also, was weiß ich, wenn ich für 50 Euro was Nettes kriege, wenn es aber 100 kostet, ist das auch nicht schlimm, also. Ja. Okay. Mhm. Jetzt ein gutes Küchenmesser. Das ist halt die Frage, welches Küchenmesser ist gut? Und ich segel uns gerade alle weg. Ja, ich merk's gerade, aber... Wenn ich jetzt rumdrehe, hinter uns sind aber auch gerade keine Schiffe. Deswegen müssen wir warten, bis uns welche entgegenkommen. Da vorne kommen schon 2, das dauert jetzt halt einen Moment. Segel doch jetzt einfach weiter, das passt ja, ich darf so. Ich darf den nicht press hinterher fahren. Da schmeißen die Explosionsfässer ab. Ja, ja. Ich weiß, mein Vater hat ja mal einen Pürierstab gekauft, die war so stinksauer, ne? Was? Das ist schon Jahre her, da war ich noch im Teenageralter, ne? Was ist mit so einem Dyson-Staubsauger, oder? Moment, das haben sie auch schon damals selbst. Gab's schon Pürierstäbe? Ja, natürlich. So, wir können wirken gleich. Das ist ein geiles Küchenbrett. So Schalen. Ich schick dir mal einen Link. Das wäre eine Idee, ja? Oder es... So ein Küchenbrett mit integrierter Waage, gibt's sowas? So ein Schneidebrett irgendwie. 3 in 1. Oh, Achtung, ihr könnt eine Kiste hucken. Wir haben noch nicht genügend Kugeln und Bretter. Hannibal holt ja die Lagerkiste. Unsere Lagerkiste. Achso. Ach verdammt, die Wand ist gerade noch fester. Bin da. Sobald ich treffe, kannst du direkt looten. Wir können links wirken. Ich fange an. Nee, noch nicht. Wie noch nicht? Den mache ich sogar alleine platt. Was er macht? Guck. Dafür brennen wir. Wer brennt hier noch? Backboard. Jemand ans Steuerbord. Wenn man jetzt halt auch denkt, ich könnte ja was Gutes zum Plätzchenbacken schenken, ja, das kriegt dann, wenn man keine Plätzchen mehr backt, ne? Weil Weihnachten rum ist. Oh, Kiste. Hab sie dir. Ich musste so lenken, als hätten wir es gerammt. Ja, wir segeln dran vorbei. Ne, ja.
So, wieder Backbord ballern. Ne, direkt vor uns. Ja, ich dachte. Es geht nicht, wir... Steuerbord. Ja, Steuerbord. Du rammst eine Insel, du rammst ja, eine ich Insel. Weiß, aber ich muss auch anlenken, hätte ich die andere Seite gerammt. Wir kriegen jetzt Löcher, weil wir durch den durchfahren. Ich geh schon mal runter. Fitz, muss doch nicht gleich Feuer und Flamme sein. Macht ihr mal die Löcher unten? Hallo? Ja, der fehlt. Ich bin auch dabei. Okay, weil wir gerade voll laufen. Boah, ich brenne. Ja, weil wir hinten sehr, sehr viele Löcher haben. Wir kriegen gleich weitere Löcher. Wenn du schon Wasser leck gibst, dann lösch doch oben. Ich hab's gerade gesehen, dass da auch noch was brennt. Ohne Witz. Ich habe das Loch gerade gestopft. Er wird das direkt wieder geschossen. Naja, ich bin ja gerade dabei zu scheppen. Aber sind die immer noch nicht kaputt? Boah. So, das Schiff ist platt. So. Scheiße. Ja, ich bin schon da. Und falls ihr Weihnachtsgeschenke kauft beim großen Händler mit dem A, denkt an meinen allgemeinen Affiliate-Link, kriegt ein paar Prozente von ab. Das Einzige, was ich da mittlerweile kaufe, sind Kindle-Bücher. Ja, da krieg ich, glaube ich, nichts von ab. So, Steuerbord. Steuerbord. Noch einer. Und noch einer. Sehr schön. Und droppt er was? Nee, ne? Hinter uns kommt einer. Ich dreh mal rein. Schneidebrett mit Waage. Ist ja ziemlich der Quatsch, weil man Wagen ja nicht dauerbelasten soll. Es ist halt die Frage, ne? Es war jetzt eher so. Oder wird das automatisch den Kalorienwert ermittelt? Irgend sowas. Was fancy-mäßiges, Hi-Fi. Hinter uns. Deswegen drehe ich doch gerade. Okay. Was soll das? Eine leere Kanone? Könnt ihr mal schauen, ob der Mast ein Brett vertragen kann oder so? Der vordere und der hintere. Alles cool. Okay, Achtung, ihr könnt cool. Gleich feuern. Alles cool. Die Mäste sind cool, genau wie der Anker. Okay. Shit, da kommen wir genau ins Kreuzfeuer, das will ich nicht. Ich versuche noch rumzulenken. Also scheiße. Eine noch, sehr schön. Wo ist der andere? Da. Ja. Nicht schlimm. Wir müssten aber Löcher haben, von dem wir haben den gerammt. Ja. So. Hat er was da gelassen? Ja, ja, ich gehe unten die ich gehe unten Löcher stopfen. Da kommt der nächste. Okay, ich will die Lagerkiste da haben. Okay, nächste Phase kommt. Ach, ich find's gut, wie wir uns um das Kreuzfeuer gekümmert haben. Kalorien musst du vorsichtig sein, hast du unterschwellig Fett genannt. Nein! Wir kommen jetzt direkt vor uns raus, oder? Ja. Ja. Kannst du die Kiste rechts gucken? Kiste? Warte, bei macht sie mal kurz alle fertig für mich. Ja. Da kann.
War Glück, dass die alle drüber schießen. Ja. Hätten die alle getroffen, hätten wir ein Problem. Wir brennen hier unten. Wie geht das denn? Okay, ich kann nicht mehr wirken. Ja, ja, wir fahren erstmal weg. Also, wartet mal. Wir haben gerade gebrannt und ich habe das Feuer gelöscht mit dem Wasser, das unten im Bug war. Wie geht das denn bitte? Einfach nicht nachfragen. Hast du gut gemacht. Ich denke so, hä? Da ist doch Wasser. Zack, nimm das. Schmeiß ihn über. Banane. Ich hab so viel Essen. Ich esse auch mal eine Banane. Ich probier alles in der Kiste. Segel voll. Warum voll? Ich bin links. Hero. Segel hoch. Ganz? Ja, vorne kommt eine Kiste. Oh no. Da kommt auch was. Segel halb. Feuert links. Sind genau gespawnt. Scheiße. Haben wir die Kiste gekriegt? Nein. Nicht getroffen. Ich hab so volle Score verfehlt. Ich flicke uns mal. Wir haben jetzt ein Problem. Vielleicht feuern sie alle auf uns. Hey Hannibal. Ach ja, ich versuch den Mast zu reparieren. Lass den mal. Scheiße. Wir kriegen jetzt von allen Feuer, ne? Von allen. Sag mal, haben die jetzt mich wegzuschießen? Ja, wir müssen nur schneller. Oh, ich bin gleich tot. Dann ess was. Ja. Das ist das Wichtigste. So, jetzt kann ich wieder stoppen. Das gibt's doch gar nicht, wo kommen die jetzt her? Hilfe? Ja, ich bin unten. So, weiter stoppen. Bin dabei. Nein! Das Schiff ist da tiefer gelegt. Aber nicht im coolen Sinne. Ja, schöpf mal weiter. Ich repariere einfach weiter, ja. Kriegt das schon hin mit der Luft. Da liegt ein Brett. Achso. Ah. Okay, das war's. Gut. Ah. Sehr gut. Ich fühle mich gerade besser. Ja. Zeit erstmal Brustessen zu machen. Alten kommt wieder. Nam. Kommen wir da hin? Nee, ne? Soweit. Ich bin herausgefordert. Da mach ich doch mit. Ah, okay. Mimi, das ist zu weit. Nein, die anderen kommen auch wieder. Scheiße. Ah, fuck. Löcher stopfen. Unterwegs. Oh, da ist der Boss. Deswegen dreh ich gerade weg. Pepper. Ja, kommt noch mal ein, zwei rein, ne? Aua! Ja, ich war hinten. Mann. Jetzt brenne ich wieder. Ja, ich brenne auch. Ich bin unter dir. Ich bin gleich gelöscht. Oder auch nicht.
Sag mal, ich bin noch weggefahren. Wieso freuen die dann immer noch? Das gibt's doch gar nicht. Nerv! Eine Tasse mit dem Aufdruck? Ja, nee. Nee, Lea. Best Sun ever. Ja, dann habe ich ihnen, Gutscheine geschenkt fürs Schwimmbad mit Wellness, ja? Also das auch mal gerne machen. Und was ist? Kriege ich jetzt die Ohren voll geheult? Oh, wir haben noch keine Zeit gehabt und die laufen ja jetzt ab und wegen Corona werden die nicht verlängert. Ich sag, sorry, was soll ich denn machen? Wenn ihr es drei Jahre lang nicht geschafft hat, da jetzt hinzugehen. Ich weiß, was du machen kannst. Ein eigenes Wellness Center. Nee. Na, also, da kann ich doch jetzt nichts für, dass die es nicht geschafft haben, in der Zeit hinzugehen. So, Segel voll. Deswegen, Gutscheine für so ein Wellness-Ding ist auch blöd, weil dann, wer dreht das Segel in die falsche Richtung? Du willst Gutschein voll haben. Segel voll haben. Ach so, ja, ich seh's gerade. Gutschein voll. Boah. Deswegen, also so ein Wellness-Ding wäre auch noch eine Idee gewesen, aber nee, sie nutzen es ja nicht. Weil sie dann doch nur daheim sitzen und Fernsehen gucken. Weißt du, beides Rentner. Und die schaffen es nicht, in den Schwimmbad zu gehen. Mensch, komme. Pandemie hin, Pandemie her. Vorne haben sie es auch nicht gepackt. Kann weg. So, hier muss irgendwo eine Kiste sein, oder? Da links. Ja, links. Segel? Segel wieder hoch. Links einschlagen. Segel hoch, warte. Ja, hoch. Und sind wir zu schnell. So, jetzt haben wir erstmal Zeit, das hier zu plündern. Es ist eh nur eine Kiste, ne? Ja. Okay. Leer. So, wir dürfen den Boss nicht alleine killen. Weil dann die spawnen automatisch alle anderen und die alle anderen haben ja auch noch Loot für uns. Ihr versteht? Mhm. Ah. Hannibal? Ja. Schick dich mal zurück in die Hölle. Oh Mann, bin ich schlecht hier. Jetzt aber. Ist er nett. Nächster, kommt. Ja, ja, der muss erstmal in die Reihe kommen. Hä? Verschwindet das der haut ab. Ein Moon. Segel wieder hoch. Eine Kiste. Ah, rechts kommt einer. Oh, die brauchen noch, die brauchen noch. Ja, ja. Oh, da ist mehr. Es sind jetzt mehr dabei, ja, ja. Ja. Das ist der Boss. Segel wieder halb. Okay, ihr müsst jetzt schnell looten. Hannibal hat den gerade Boss gekillt. Ja, ja. Ich loote für dich hier. Klapp. Fertig. Gut, weiter geht's. Ja. Kann das auch übrigens von der Lagerkiste direkt die andere Kiste rumlegen. Wir werden gleich Treffer kriegen. Lässt sich nicht. Ich geh schon mal nach unten. Lässt sich nicht vermeiden. Wir haben ein Loch. Ja, ich kann nicht. Mist, jetzt brenne ich schon noch. Wir brennen hier oben. Pilz. Guck mal nach vorne.
Ja, ich habe Brand gelöscht, weil ich habe halt nichts gesehen wegen dem Brand und dem Rauch. Segel hoch. Wo werden wir denn hier? Ach, scheiße. Guck mal da rechts. Da brennt noch einer. Ja, ja, ich bin unterwegs. Okay, bitte die Kiste versuchen zu holen. Durchführt das außerhalb der Reichweite. Noch. Ja, immer noch. Irgendwo ist noch ein Loch. Findest du nicht? Da. Die Kiste war ziemlich schwach. Glaube ich. Nevermind, wir haben keinen Platz mehr für Kugeln und. Ja, doch, in den 3 Milliarden anderen Kisten, die wir haben, mein Gott. Ich habe jetzt einfach die Sonderkugeln rausgenommen. Haben wir jedenfalls jetzt genug Bretter und Kugeln für PvP? Nicht, dass wir das machen wollen, aber wir hätten. Sicher, dass wir genug haben. Ich glaube, wir sollten lieber nochmal voll machen. Komm her und schieß. Ich soll schießen? Worauf? Steuerbord. Los, komm. Kann auf den linken nicht wirken. Ich schieß auf den rechten. Er kommt ja, aber jetzt wieder rein. Ja. Jawohl, ja. Segel hoch. Ja, halt. Segel hoch. Das wäre plündern. Kann die weg? Okay. Dachte ich. Geplündert. Ach, und wenn du jetzt statt für nehmen, Segel voll. Das andere ja, nimmst. Was? Segel voll. Unterwegs. Ist voll. Ich würde halt bis da ein bisschen aussortieren, sonst können wir nichts mehr reinwerfen. Wir haben eh nur noch einen zu versenken. Segel halb. Das ist nicht halb. Ja, ich bin dabei. Okay. Das dauert halt ein bisschen länger. Wo ist die Kiste? Feuert! Wo ist die Kiste mit dem Boot? Was soll das denn? Das ist doch jetzt Bullshit. Brandkugeln fliegen durch übrigens, ne? Nicht mehr wirken? Na, ich dreh schon, aber. Hat so viel gefressen, der Sack. Oh, da fliegen noch zwei, die treffen noch. Ja, das war's aber auch. So, Segel voll und rumgedreht. Bescheid, wenn ich im Segel. Mach mir nur, dass ich nichts ramme. So, jetzt, ha? Segel hoch, halb. Oh, ja. Excuse me? Ja, war falsche.
Und Quatsch, der 21. Monat Resub. Danke dir. Und schön, dass du mal reinschaust, auch wenn du kurz für den Resub. Danke dir. Oh, das war's schon. Sehr schön. Segel hoch, Segel hoch. Ja. Komm, komm, ist oben. Jeder Support hilft. Danke dir. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Ich habe mich lange kein Counter-Strike mehr spielen sehen. Es ist bis einfach zu gut geworden. Das wird der Grund sein. Nee, der kriegt zu sehr auf die Schnauze. Nee, er musste aufhören, weil die Gegner haben kein Land mehr gesehen. Das war der Grund. So, jetzt haben wir Stufe 5. Also groß verkaufen. Hm, wir sind so langsam. Kommst du schon dran? Nee. Seht die Teile noch nicht einmal. Dann würde ich mir eine neue Grafikkarte holen. Ich sehe sie. Und ich stehe hinter dir. Oh, ich hab getroffen. Ich komme. Ach Witz, das ist ein guter Witz. Hast du mal die aktuellen Preise angeschaut? Na, ich weiß, was ich meine 3080 bezahlt habe. Ich weiß das. Wie viel hast du denn bezahlt? 3 Nieren? Nee. Eine halbe. Ich hatte das Geld. Nee, du hattest nur eine Niere. Ja, ich hatte das Geld, aber ich habe dann einfach jeden Monat so 100 bis 200 Euro noch draufgepackt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt kaufe ich, aber es war krank. Ich bin nur noch auf dem Smurf, auf dem Main findet das Spiel. Achso, ja, stimmt, ne? Auf dem Main kriegst du keine Gegner mehr in deinem Bereich, ich verstehe. Da musst du Smurf spielen. Verständlich. So. Ich muss jetzt was ausprobieren. Wo ist denn sein nächster Außenposten? Na, direkt hier oben. Ach du Scheiße. Mach noch. Ich lagere gerade mal unser ganzes Holz ein. Mit einem Klick oder was? Ja. Ich bin gleich bin ich bei der Hälfte. Wie viel Holz haben wir denn? Viel. Haufe Brenner. Ich mach ja, damit wir das sehen können. Ah, ich sehe nie einen aktuellen Stand. Und gleich fertig. Du musst dann so lange warten, oder was, bis das drin ist? Je mehr drin ist, desto länger dauert das. Das ist ja scheiße, ne? Es waren 90 Stück drin, jetzt haben wir 400. Ja, je mehr Sachen du hast oder umladen willst, desto länger läuft dieser Balken. Also Quatsch, das sind keine billigen In-Ear-Kopfhörer oder Ears aus irgendeinem Discounter, das sind Apple-Kopfhörer, die ich noch hatte. Klinke, muss man auch dazu sagen. Die sind jetzt nicht so gigantisch geil, aber auch nicht so schlecht. Aber es geht um die Mütze. Ich kann doch den Piraten-Dreispitzhut nicht anziehen, wenn ich normale Kopfhörer auf habe. Deswegen habe ich die an. Sonst gehe ich wieder auf meine Mütze anderen Kopfhörer. Vorrang. Deswegen gehe ich auch. Sonst hätte ich auch andere Kopfhörer an. Also die sind wirklich nur, dass ich eine Notlösung habe. Unter anderem habe ich gesehen, bei dem Streamer, der auch viel Hand macht, wie heißt er denn? Siegesmund? Nee, der andere. Greifenberg. Und der hat so Bügel und dann so Schaumstoff drüber. Also so Bügeldinger. Und wollte ich mir auch erst bestellen, weil die sind auch ganz gut. Aber das beißt sich als Brillenträger. Ne? Apple und Klinke, ja, die sind ein bisschen alt. Ich glaube, die sind noch vom iPhone 5 oder so. Ich glaube, die verkaufe ich irgendwann bei Bares für Rares. Wir haben 11 Feuerwerke. Ja, die hauen wir gleich noch raus, bevor wir hier ausloggen. Ja. Also, noch kurz dabei bleiben, wir geben ab. Dann hauen wir noch Feuerwerk raus und dann ist Schluss für heute. Und dann zünden wir das Schiff an. Ach, Feuerwerk ist doch auch schön. Und das Schiff muss. Also das Feuerwerk, das müsst ihr gesehen haben. Das ist jetzt seit Season 5 neu. Segel, wir haben sonst. Soll ich mal gerade gucken, wo der Steg ist, rechts. Ja, macht mal Segel hoch vorne, bitte. Ist schon. Okay, auf die andere Seite der Insel, glaube ich, müssen wir. Und hinten bitte halb. Nee, da ist schon mal die Dame. Guck mal, hier vorne ist schon die Dame. Hinten bitte halb. Also. Ich habe die nicht gesehen. Das ist nicht halb, aber egal. Ist halb. Halb haben wir auch festgemacht, dass es da oben an die Schlinge rankommt. Na, genau. Dann sehe ich es gerade nicht vom Schatten her. Nee. Ja, okay. So, jetzt macht's ganz hoch. Keine Ahnung haben, aber meckern. Es ist dunkel.
aber keine meckern. Ahnung haben, aber meckern. Sag Bescheid wegen Anker. Jetzt. Ah? Ist das gerade geparkt oder ist das gerade geparkt? Es ist geparkt. Die Kiste für den Handel hin. So, das haben wir erstmal. Ich hab schon mal einen Schädel. Ja, gibt alles ab. Gibt alles ab. Ja. Aber die Geisterlagerkisten können wir doch verkaufen, oder nicht? Ja. Die gehen. Das ist eine Geisterkiste. Die gehen, gibt sogar 1000. 1000 irgendwas. Geben die auch Handelpunkte oder geben die nur 1000? Oh, die geben auch Handel. Ah, scheiße. Ja, geil. Hannibal, ich hab doch nicht gleich kalte Füße. Ja, ich hab nasse Füße. Übrigens, ich hab mit der Holzkiste, hab ich mit der Lagerkiste recht voll gemacht. So, aber viel mit Zocken ist nicht mehr, haben plötzlich alle Arbeit. Ach so. Wir haben plötzlich alle. Ach so, du meinst, deine Kollegen haben Arbeit, deswegen hast du keinen mehr, der mit dir zockt. Ich dachte, du hast ja schon immer Arbeit. Oder hast die ganze Zeit nichts gemacht und jetzt erst. Ja, ich meine, wir haben alle Arbeit. Du hast Arbeit, Familie, Frau und Kinder und du kommst auch noch dazu. Jupp. Und was ist mit denen? Was ist mit der Jugend von heute los? Die Pfeife auf dem letzten Loch, ich hab jetzt Arbeit, ich kann nicht mehr zocken. Was soll das denn bitte? Ich habe auch den ganzen Tag gearbeitet und trotzdem bin ich hier. Und ich habe Frauen und Kinder, die ich ignoriere. Nein, ah, da gibt's auch ein Lied. A Lied von Nickelback, a little tip, a little trick I picked up from my father in one ear and out the other. Also ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus. Ja, hört ihr einfach nicht zu. Wir haben schon immer Arbeit, die Jungen von heute sind dadurch voll ausgelastet. Also ich meine, es kommt auch an, was man arbeitet. Wenn man den ganzen Tag auf dem Baum mal locht, dann ist klar, dann hat man abends keinen Bock mehr. Das verstehe ich. Und als ich noch damals im Einzelhandel gearbeitet habe und habe gependelt, sprich, wir haben um 9 Uhr aufgemacht. Um 9 Uhr haben wir aufgemacht. Das heißt, du musst ja früher da sein, dass die Kasse überprüft wurde, eingezählt, Laden aufgemacht. Und dann haben wir abends um 9 Uhr zugemacht und ich habe noch jeweils eine Stunde Anfahrt. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Ich bin abends ins Bett gefallen und bin morgens aufgestanden und außer den einen Tag frei in der Woche war eigentlich nicht viel. Und da war nicht samstags, weil wenn du dir einen Samstag nehmen wolltest, aha, schon wieder ein Samstag. Was? nee, das ist jetzt mal, ich will doch auch mal einen den Monat haben. Du hast doch schon letzten Monat einen, weißt du? So haben sie sich dann angeguckt. Letzten Monat? Naja. Also, das ist schon Wahnsinn. Weil samstags ist halt die Hölle. Am meisten los. Ich bin irgendwie festgebackt und hab die Kiste. Okay. Die Feuerwerkskiste. Naja. Die Kiste steht da. Mit unserem Zeug drin. Was, da ist Kram drin? Ja, wollte ich gerade abgeben. Feuerwerk. Aber was ist mit der Kiste passiert, die ich gerade in der Hand hatte? Ich hab sie. Nicht die Feuerwerkskiste. Nein. Die hast du. Ich bin fest. Die hast du hier verloren. Ah, okay. Weggepackt. So, jetzt haben wir. Oh, hier sind die Schädel. Okay. Ja, ich hab die Schatzkugel missbraucht, um Schädel ranzutun. Ja. Dann laufe ich mal zu Troller. Gut, die Lagerkiste lassen wir hier stehen, da ist nichts drin. Ne? Scheiße. Kannst du trotzdem verkaufen. Die leere Lagerkiste geht nicht. Oh, die ist da oben, ne? Die blöde Kuh. Oh, scheiße. Also normale. Wenn es nicht geht, versuchen wir die zu vergraben. Ich glaube, nur eine normale Lagerkiste geht, glaube ich, nicht. Nee, normale geht nicht. Lassen wir hier stehen. Vorsichtig. Weil wir sie hier gekauft haben. Nee, wir haben sie hier nicht gekauft. Wir haben sie woanders gekauft. Ja. Doch, ich habe die hier gekauft. Wir haben hier nicht gestartet. Doch. Nein. Ich weiß nicht, ich bin hier rumgerannt. Doch, auf dieser nein. Doch. Auch, ich glaube schon. Wir sind hier gestartet, echt? Doch, kann gut sein. Ach, ja. Im Spiel vorne dran, als du noch nicht da warst. Ja, sorry. Das hatte ich gerade im Kopf. Ich hab die Lagerkiste gerade vergraben. Aber dafür kriegen wir keine Karte, oder? Weil es ja... Oder doch? Ich
Hier liegt ein Schädel rum, was macht der denn? Das weiß ich nicht. Warum liegt hier ein Schädel rum? Ich hab den, ich hab den abgedeckt, weil ich mich gerade beschlossen habe. Ich werde die Lagerkiste mit unseren Kugeln und Holzen auffüllen und dann vergraben. Weil wenn jemand die dann findet, haben die freuen die sich. Ja, ich finde das auch wesentlich besser. Dass du dann was vergrabst, das ist so dieses Geocaching-Prinzip auch. Da soll ein kleiner Gag drin sein, vielleicht ein lustiger Spruch oder so. Nicht einfach nur, ja, da hast du es und da machst du es wieder zu. Ja genau, leere Kiste. Das hatten wir ja auch vorhin, wo wir eine leere Kiste ausgebuddelt haben. Ja. Und ich denke mir, hätte du wenigstens was reingepackt. Mit der laufe ich gerade rum. Ja, so ganz unpraktisch ist sie nicht, aber naja. Also, kann sich nur um Jahre handeln, bis ich fertig bin. Ich tue da auch die Sonderkugeln rein. Ich steck den Bis auf die Brandkugeln. Willst du nicht auch den Schlüssel noch reinlegen? Und der geht nicht, ne? Können wir direkt daneben verbuddeln. Können wir den können wir hier in der Schatztruhe verkaufen. Nee, yeah, die verkaufen wir. Mein Rechner packt es aber auch endgültig nicht mehr. 12. Geburtstag. So, und wie. Und ich glaube, kann ich den hinlegen und kann ich den. Nee, den Aschenschlüssel darf ich nicht verbuddeln. Und da muss ich auf die Schaufel gehen. Ah, geht. Ich schaufel nutzen dafür. Ich packe ihn aber bewusst woanders hin. Müssen ein bisschen laufen, die Schweine. Also in der Zeit, wo Quatsch der seinen 12. Geburtstag mit seinem Rechner feiert, kriegt er einen Partyhut auf dann, ja? Hab ich schon 2 Rechner gehabt. Mein Rechner ist jetzt ganz grob ein halbes, gutes halbes Jahr alt. Vorher jetzt. Habe ich die letzten 3 Jahre mit einem veralteten Laptop gearbeitet. Habe ich den jetzt? Ich habe keine Meldung gekriegt, dass ich das. Ah, doch, jetzt. Vergraben hat. Ah, doch, Fitz Fox hat einen Schatz vergraben. Die Karte wurde nämlich hinzugefügt. Ja, krass, okay. Okay, also da ist jetzt ein X auf dem Außenposten. Das ist ja witzig, da können Leute starten. Direkt mal Außenposten was ausbuddeln. Direkt. Das ist lustig. Aber du hast jetzt noch nichts verbuddelt hier, oder? Nein. Okay. Ich auch nicht. Also ich will nur wissen, ob es auf der gleichen Karte landet. Ja. Also ich habe jetzt meinem Rechner, ich habe jetzt meinem Rechner auch noch einen Vater verkauft. Ich habe meinem Vater jetzt auch einen neuen Rechner bestellt, der war gerade auf den Tower. Und der kriegt auch Hardware, die ich jetzt auch drin habe. Also er kriegt einen i7, 11.000. Guck ich hier mal kurz rein. Warte. Was ich den vergrabe. Oh Gott, hier jede Menge. Und 77 Kokosnüsse. Holy shit. Boah! Also die würde ich auch gern finden. Ich gehe ganz oben auf die Insel. Wäre sicher auch lohnt. Aber ich glaube, du kannst oben nichts auf dem Stein verbuddeln, ne? Auf dem Stein kannst du nicht buddeln. Aber vielleicht ist da irgendwo noch ein bisschen was. An Sand irgendwo. Direkt von der Taverne. Nee, guck doch mal, du kannst dich doch irgendwie rumlaufen. Oder hinter der Insel kannst du noch entlang laufen oder so. Guck doch mal. Ja, auf jeden Fall, er kriegt einen 11.900 und DDR4. Ich hätte ihm gern, nicht 11.900, 11.700. Ich hätte ihm gern einen 12.000er geholt mit DDR5, aber du kriegst kein DDR5. Du kriegst es nicht. Es ist nicht lieferbar. Es ist vorbestellbar und dann wartest du, ähnlich wie die Grafikkarten. Also, Grafikkarten hat er mal eine 2080, die übernimmt er in seinem neuen PC. Aber sein jetziger PC hat halt irgendwie... Stimmt was mit dem ein oder anderen Transistor nicht mehr oder wie die heißen? Wie heißen die? Ich komme nicht drauf. Kleinen Elko da. Ist hier eigentlich, wie viele Schädel wir haben? Jede Menge. Genug. Das ist abartig. So, du hast auch den i7, ne? Aber 29er aus 2009. Ja, der ist ein bisschen her, ne? Den ersten. Ja, das hat er. Ich meine, er hat tapfer durchgehalten, aber ich sag mal, spätestens jetzt, wo Windows 11 sagt, keine Arme, keine Kekse. Da lohnt es sich abzudaten und wie gesagt, ich hätte ihm gern DDR5 in seinen Rechner. Jetzt guck auf die Karte. Moment. Ja, wenn das die gleiche gepackt hat. Ja, hat er. Oh Gott, aber da. Warum ist da ein Kringel drumherum? Ist das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es ein dicker Schatz ist. Das kann sein. Und, guck mal, wo du den. Guck mal, ob du den findest. Nö, das ist nicht meine Aufgabe jetzt. Ich gebe lieber ab. Du hast du gut gemacht. Ich verkaufe das. Alles da leer. Du willst nicht mehr zum Feuerwerk bleiben. Na gut.
Dann schlaf gut. Warte von der Hörer, ich bin für die Todesstrafe. Na gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Morgen! Wahrscheinlich Resident Evil und eventuell noch Armello vorne dran, wenn Bloody Cat dann Lust hat, dann drüber geredet. Machen wir eine Runde oder so. Ist ja Freitag. Ja, es gibt Böllerverbot in Deutschland, aber nicht bei Sea of Thieves. Und da drehen die Leute schon wieder durch, ne? Drehen sie wieder durch. Das ist mein Grundrecht, dass ich böllere an Silvester. Ah, Leute. Leute, es wird doch nicht besser. Wenn ihr mit einer starken Verbrennung oder einer, oder vielleicht noch schlimmer, ins Krankenhaus müsst und es heißt, ja sorry, es gibt kein Intensivbett, es sind überall Covid-Patienten. Ihr hättet euch übers Böllerverbot gefreut. Also, ne? Klar sind sehr, sehr viele dadurch eingeschränkt und die meisten betrifft es vielleicht nicht, aber mein Gott, wäre doch jetzt ein Silvester nochmal einen Arsch zusammenkneifen können. Das wird doch wohl gehen. Weißt du warum? Weil es alles Idioten sind. Ja, also ich finde es echt übertrieben. Was ich damals, die Story habe ich bestimmt schon zweimal erzählt. Damals in meiner Jugend, da war ich noch, was war ich da, 13, 14, war mit meinen Eltern auf Silvesterparty bei ihren Freunden. Und dann standen so Studenten auf der Straße und dann Brot statt Böller und haben dann so ganz kleine China-Böller, ne, die so groß sind wie so eine kleine Batterie, in Brot gesteckt und in Brötchen und haben das in die Luft gesprengt und fanden sich super witzig. Also rückwirkend betrachtet war das saudumm. Und denen und eigentlich hätten wir denen mal ordentlich. Naja. Waren das vorhin die Leute? Ich, ne? Ich hab deine Kiste geklaut. Ich gemerkt. Dann lauf du doch. Naja. Lauf dir trotzdem mit einer und, hinterher. Du bist nicht schneller als ich. Nee. Du kannst wieder deinen Spruch dieses Jahr bringen. Ah, stimmt, den kann ich nicht bringen. Stimmt, ich poste eigentlich immer, sobald ich den ersten Knaller höre. Und das ist meistens also am 20. sogar schon rum, ne? Die warten gar nicht bis zwischen den Jahren. Böllert dann einer. Und dann poste ich immer auf Social Media, wer jetzt schon böllert, kommt das ganze Jahr über zu früh. Ne? Und so ist es auch. Ich finde toll, wie hoch unser Handelswert gerade ist. Ja, aber das ist eigentlich noch zu niedrig. Also ab 500.000 gibt es die ersten Missionen. Ich meine, die machen wir heute eh nicht mehr, ne? Aber nur als Beispiel. Ab 500.000. Du kannst die Kiste verkaufen. War der letzte. Ja. Aber das arme Wo kommt Schiff denn dieses Kartenbündel her? Ja? Was ist denn das für ein Kartenbündel? Kartenbündel? Ja. Weiß ich nicht. Nimm es mal auf. Kartenbündel Geht platzieren, noch? Kartenbündel aufnehmen. Ich kann das Kartenbündel platzieren. Und jetzt? Hä? Ja? Wir müssen noch die Flagge kündigen. Wir kriegen eine Meldung, dass du das genommen ja, hast. Ja, aber ich kann es mir nirgends mal anzeigen lassen. Ich kann es jetzt auch aufnehmen. Vielleicht muss ich das jetzt in die Hand nehmen. Vielleicht ist das symbolisch dafür, dass ich das jetzt... Dass, also wir müssen ja diese Flagge noch abgeben. Also. Habe ich gerade abgestimmt für. Nee, ich meine hier. So. Nee, geht nicht. Ich habe das Kartenbündel in der Hand. Kannst du auf den Boden legen. Auch nicht, Hannibal. Also. Nee, ich schmeiß das. Okay, da also du hast unsere Karte gerade am Missionsbrett abgegeben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur abgestimmt, Flagge zu verkaufen. Okay, wartet mal, das ist ein bisschen tricky. Ich glaube, ich muss das wieder auf der Captain's Kajüte platzieren und dann kann ich es erst am Ding abgeben. Das ist doch Quatsch, warte mal. Ja, wie dumm, okay. Das heißt, wir könnten auch mehrere Karten direkt verbuddeln. Und dann kann jemand ausbuddeln und dann, naja. Okay. So, und jetzt kann ich hier hingehen und kann sagen, wir tun meine Karten hier abgeben. Aber warum nicht? Karten dieses Ortes können nicht zur Missionsbrett hinzugefügt werden. Ja, ist nicht erlaubt. Du darfst jetzt zwar verbuddeln, es wird jetzt zwar eine Karte erstellt. Gut ausgraben und woanders noch hinsegeln. Nee, dann legen wir es irgendwo ab oder scheißen drauf. Ist mir jetzt zu blöd. Ich möchte Feiern machen. So, Feuerwerk in die Luft. Moment. Hannibal, linke Seite. Linke Seite, alles klar, warte. Wir machen sie gleichzeitig. Wartet. Es ist noch nicht Nacht. Da ist schon was drin. Es ist noch nicht Nacht.
Ich hab die schon beladen mit der Signatur. Ja, ich seh's grad. Aber das sind doch noch Dings. Mach die nicht komplett senkrecht, mach die ein bisschen. Neigt die ein bisschen. Hm. Genau. Jetzt gibt das Feuerkommando dann. Oh, mach halt, wir sind ja auch am Tag. Ich will nicht warten, bis Nacht ist. Gut. 3, 2, 1, los. Komm, andere Seite direkt auch. Los. Drei. Ah, Leuchtfeuer habt ihr gemacht. Das ist ja lame. Ja. Oh, ein Feuerwerkskörper, kein Leuchtfeuer. Ja, so, alles klar. Hier kommt Feuerwerkskörper dahin und ein Feuerwerkskörper dahin. Ja, haut einfach raus. Geladen. Haut einfach raus. Moment. Und Feuer. Voll. Haben wir noch was? Jetzt haben wir noch Signalfeuer. Sehr nee, schön. Signalfeuer war nicht so. Signalfeuer ist kacke. Das ist für Signal halt, da aber. Da haben wir schon das Feuerwerk. Gut, stecken wir das Schiff noch an. Lass mich nicht zurück. Warte. Ja, ich warte. Ja, wir hätten wahrscheinlich die Feuerwerkskiste auch. Feuerwerk beladen können und verkaufen, aber wir hatten ja gar nicht genug. Lass mich raten, ihr habt wieder alles mitgenommen und ich habe jetzt nichts. Ja, komm her. Komm zu uns. Wir müssen noch das Schiff, die Flagge verkaufen. Ja, stimmt. Hannibal, willkommen. Wollte ich echt mit? Ich glaube, es reichen zwei, oder? Eigentlich zwei. Oh mein Gott, wie hell ist hier das durch die Leuchtfeuer? Oh, ich muss den nächsten Rang noch kaufen bei ihr. Ja, jetzt haben wir die Mission erhalten, am Arsch. Ja, fertig. Oder? Oder kommt hier noch was? Ne, bei einer Flagge eingeholt. So, nächster Rang kaufen. Jetzt kann ich die Kanonen haben, okay. Danach kommt das Steuerrad, dann kommt irgendwann Rumpf und Segel. Das dauert noch ein bisschen. We'll speak if you return. Oh. Ja, was soll das denn? Oh. Was soll das denn? Wer war da? Ja, wer wohl? Ich hab keine. Ich wollte mir gerade neue holen. Habt ihr unterirdisch was gemacht? Nein. Nein. Ich glaube, es wird sich unterirdisch ausbreiten. Es dauert sehr lange. Mist. Wir müssen weiter rum. Oh. Ja, das war nix. Kommen wir hier raus? Stimmt. Ja, das sieht gut aus. Ach, da war glaube ich auch kein Loch. Warte. Ich habe normale Kugeln. Das lass mich mal hin. Ja, kann doch immer ein bisschen rumprotzen hier. Oh. Lass mich mal ein normales Loch im Ballein kommen. Ja, ja. Dann ist ja nichts mehr heute. Ich krieg sogar die Treffer. Oh. Angezeigt, dass du getroffen hast. Und die Melodie.
Ja, guck mal, der sinkt doch schon. Oh, das sinkt gerade. Ja. Ja. Oh. Mein Schiff ist gesunken. Ich bin jetzt hier mitten im Meer. Guck mal, wo ich bin. Oh. Krass. Hm, da unten, ja. So. Das ist nicht schlecht. Das war's für heute. Schön war's. Gerne wieder. Wir schreiben, ja, ob wir, ja, wann wir, ja, wieder dazukommen, ob Sonntag oder ob nächste Woche irgendwann, das weiß ich noch nicht, das sehen wir dann. Season 5 gerade erst gestartet, wir werden hier wieder mehr reinspielen, weil es macht Laune. Und hier gibt es noch viel zu sehen, viel zu entdecken. Wir können mal wieder Schatzkammern machen, das nächste Mal, wir gucken. Aber da sollten wir mindestens zu dritt sein und ein bisschen Zeit haben. Aber hier ist der Schluss an der Stelle. Für den Livestream genauso wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fritz Fuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.